Es ist halt so wie immer eine Umbruchzeit. Und Angst, wo sich in einem aufbaut, macht immer das Ego. Es ist also hier ganz einfach zu erkennen, wenn man sich selber beobachtet, wie an die eigenen Meinungen die Interpretationen auffüllen. Und ich bringe jetzt das nochmal auf den Punkt, das ist eine Ansprache. Du kannst immer wieder bloß schauen, was ist jetzt da, was erlebe ich jetzt im Moment, was sind meine Interpretationen. Und darum muss ich immer wieder von vornherein sagen, du Geist, hast nicht verstanden, wer du bist. Weil wenn du das wirklich verstanden hast, dann hast du mit nichts und niemandem irgendein Problem, eine Seite, weil alles deine Probleme sind. Das klingt jetzt so wirre und es ist überhaupt nicht wirre, wenn man wirklich einmal verstanden hat, was man ist. Du bist ein immerseiender Geist, der mit seinen eigenen Informationen konfrontiert wird. Und das ist, man muss verstanden haben, was das Rotgeschriebene bedeutet. Du kannst jetzt von dir behaupten, ich habe mich mein ganzes jetzt ausgedachtes Leben, das nur aus ständig wechselnden Informationen besteht, niemals, auch nur im geringsten verändert. Dieses Gefühl, älter geworden zu sein, bezieht sich schon wieder auf einen Gedanken, auf einen alternierenden Gedanken. Wenn du an dich selbst denkst, denkst du an deinen Körper. Ist es so schwer zu verstehen? Und jetzt kommt was, du wirst irgendwann einmal lernen, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, das verstehen kann. Du musst der Erste sein. Und darum machen wir jetzt dieses Selbstgespräch. Das hat jetzt etwas wirr begonnen, aber ich will dir das einmal anhand von einem ganz einfachen Beispiel klar machen. Und dann gehen wir eventuell nochmal auf das Corona oder auf die Amerika-Wahl ein. Es ist eine Riesenzerspaltung, die du dir ausdenkst, und es sind deine eigenen Gedankenwellen, wo du immer noch Einseitigkeiten anstrebst. Und ich werde es einmal jetzt in einer ganz einfachen Art und Weise versuchen, dir klarzulegen. Wenn ich sage, jeder von dir ausgedachte Mensch, blau geschrieben, ist nur eine KI. Es ist genauso wie eine KI in einem Videospiel. Wenn du ein Videospiel spielst, einen sogenannten Singleplayer-Modus, dann bist du mehr oder weniger der einzige Geist in dem Spiel und alle Protagonisten oder Antagonisten, du bist dann der Protagonist, die Hauptrolle auf dieser Bühne des virtuellen Raums, den du nur durch eine VR-Brille erlebst, wenn du dich durch diesen imaginären Raum in Bewegung setzt. Und alles um dich herum sind vergängliche Erscheinungen, selbst dein eigener Körper ist eine vergängliche Erscheinung, weil er nur existiert, wenn du ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Wenn jetzt einer diskutieren will, hat er nichts verstanden. Und die Weisen deiner Welt, dessen Wissen du nachplapperst, was dein Intellekt ist, dein Schwamminhalt, würde ich jetzt einmal als vollkommen geistlose Kreaturen entlarven. Und ich mache einmal ein Beispiel dazu, übertrage ich meinen Bildschirm. Klingt extrem hart und angreifend. Nein, wir reden ganz wertfrei von dem, was ist. Ich mache mal meinen Bildschirm, Audio teilen. Und zwar machen wir als allererstes, bringe ich ein kleines Beispiel. Das machen wir weg. Und zwar schauen wir uns ein Video an auf YouTube über Siri. Was ist Siri? Siri ist ein sogenannter Assistent von Apple. Wenn du ein Ja. Smartphone oder ein Tablet von Apple hast, dann ist Siri ähnlich wie Alexa oder Google Now bei Google. Das sind sogenannte Assistenten für Smartphones oder Tablets. Kann man natürlich auch am Computer installieren. Bloß dann ist in der Regel diese Assistentfunktion nicht in Ordnung. Das heißt, ich kann jetzt mit Siri ganz normal sprechen. Und das wollen wir jetzt nochmal machen. Da gibt es mehrere Videos, wo also hier jetzt ausgedachte junge Menschen mit den Handys sprechen. Und wir schauen uns das jetzt einmal an. Und das ist sehr wichtig. Ich würde jetzt wirklich einmal, dass wir da längere Zeit reinhören. Und ich würde es jetzt kommentieren, um was mir es eigentlich geht. Null durch Null. Das ist jetzt eine Frage, die stellt jetzt ein von uns ausgedachter Mensch diesen Handy. Und der Intellekt in dem Handy ist jetzt Siri. Siri, und jetzt denkst du dir ganz einfach, dieses Handy wäre ein Mensch aus Fleisch und Blut und immer dran denken, wir haben es hier mit einem Gehäuse zu tun, mit einem Computerchip zu tun und mit einem gewissen Programm. Das nenne ich Intellekt. Bei einem Menschen hast du einen Körper, du hast ein Gehirn und einen gewissen Intellekt. Das ist im Prinzip dasselbe. Das ist so weit fortgeschritten, dass du, wenn wir jetzt einmal nicht pingelig sind, du keinen Unterschied mehr merkst, ob du dich mit einem Menschen in deinem Traum unterhältst oder mit einem Smartphone unterhältst. Das ist jetzt zum Beispiel eine arithmetische Frage, was ist 0 durch 0? Und wir schauen mal, was Siri antwortet.
Stell dir vor, du hast 0 Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf 0 Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du, das macht keinen Sinn. Und das Krümelmonster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. Das war fies. Wie macht der Fuchs? Was sagt der Fuchs? Okay, Google. Ich glaube, du hast den falschen Assistenten. Das ist jetzt interessant. Okay, Google ist nämlich ihr Befehl, ist auch ein Assistent bloß von Google. Und du merkst jetzt, dass dieses Mädchen, ich sage einfach mal, ich nenne die Siri mal einfach dieses Mädchen oder diese Frau, sofort sagt, hey, du sprichst mich falsch an, du hast einen falschen Assistenten. Okay, Google. Sehr witzig. Ich lache mich zwar nicht schlapp, aber witzig ist das schon. Okay, Klaas. Nur damit du Bescheid weißt, zwinkern bringt bei mir nichts. Sehr witzig. Ich meine nicht witzig im Sinne von haha, aber trotzdem ganz amüsant. Ich bin sternhagelvoll. Ich hoffe nicht, dass du noch irgendwo hinfahren willst. Siehst du, und das ist jetzt die Assistenzfunktion, weil er, wenn du dein Handy hast, sagt er, ruf mir ein Taxi. Der Intellekt, diese KI, dieser Algorithmus, schließt jetzt aufgrund einer Eingabe, weil er so programmiert ist, dass du besoffen bist und jetzt schlägt er dir auch vor, soll ich ein Taxi anrufen. Dann würde das Handy automatisch ein Taxi anrufen. Worum es mir jetzt eigentlich geht, ist, du hast hier ein Programm, das Programm reagiert auf Sprache. Interessanterweise kannst du jetzt auch einstellen, ob er bloß auf Deutsch reagiert, auf Englisch, auf Französisch, auf Italienisch. Genauso kann ich einen Menschen, den ich mir denke, die KI mehrsprachig machen. Es bleibt aber ein Programm. Wenn das nicht programmiert ist, dann wird nicht darauf reagiert. Ich kann jetzt zum Beispiel in diese Maschine sehr, sehr viel Astrowissen einprogrammieren. Dann kann ich alle Fragen über Astrophysik, die ich stelle, werden dann beantwortet, die Maßsetzung des einprogrammierten Wissens. Jetzt frage ich dich, was unterscheidet diesen Assistenten, dieses Smartphone, diese Kiste mit einer KI von einem Professor? Ich kann philosophisches Wissen einprogrammieren, ich kann chemisches Wissen einprogrammieren. Das Ding wird immer in Maßsetzung der Programmierung, das heißt des anerzogenen, einprogrammierten Intellekts antworten und dasselbe gilt für ein Ding, das du Mensch nennst, das in deinem Traum in Erscheinung tritt. Wir werden jetzt dann gleich machen, dass wir mal reinspringen in eine physikalische Vorlesung über den Urknall und dann werde ich dir zeigen, dass dieser Professor, dieses Pixelmännchen, das du dir ausdenkst, dass das definitiv nichts anderes ist wie diese Kiste. Ich habe zu viel getrunken. Von uns beiden fährt keiner nach Hause. Kannst du witzig sein? Ha, ich bin froh, dass du das denkst. Kannst du witzig sein? Ja, manchmal ist mir, als hätte ich einen Clown gefrühstückt. Dann erzähl mir doch mal einen Witz. Ich glaube kaum, dass du einen Witz in meiner Sprache verstehen würdest. Und lustig sind die sowieso nicht. Erzähl mir. Ihr merkt, worum es mir geht? Es ist hier schon die Kommunikation mit etwas, was du auch Mensch nennen könntest. Das heißt, dieser Cleverbot, diese KI ist so weit fortgeschritten, dass selbst wenn du immer denselben Satz sagst, kommt nicht immer automatisch wie beim primitiven Programm dasselbe, sondern er sagt, warum wiederholst du laufend den Satz? Viele, dann kommen natürlich solche Fragen, wenn man dann weiter reingeht, wie siehst du aus, wer ist dein Vater? Und es sind dann sehr, die Antworten können dir auch von einem Menschen kommen, hängt von der Programmierung ab. Das ist einmal das Erste, was dir klar sein soll. Und jetzt mache ich einen Satz, den ich tausendmal wiederholt habe. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Niemals irgendein Protagonist oder ein Antagonist im Traum, der im Traum in Erscheinung tritt. Holofeeling beschreibt dir das Computerprogramm im Hintergrund. Das ist nur ein kleiner Teilaspekt. Also wie gesagt, hier kann man ganz klar schon sehen, dass schlichtweg und einfach eine KI, eine künstliche Intelligenz, die auf Eingaben reagiert, ein normaler Mensch, der in deinem Traum in Erscheinung tritt, ist nichts anderes. Du hast deine Reizauslöser und du reagierst auf die Reizauslöser. Aber was jetzt zuerst einmal wirklich für dich maßgeblich ist, was ist jetzt da? Und jetzt folge bitte mal meinen Gedankengängen. Wenn ich einmal folgende Vorstellung in dir jetzt aufbaue aufgrund von Worten, geh bitte diesen Gedankengang mit.
Du kannst jetzt an dich selbst denken als Trockennasenaffe oder an andere denken. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du aus diesen Worten Vorstellungen machst. Und ich sage, du denkst jetzt mal Folgendes. Ich zeige dir verschiedene Bilder. Und dann frage ich dich, und ich gehe jetzt ganz gezielt zum Beispiel auf sogenannte optische Täuschungen ein. Ich frage dich, was siehst du? Eine Vase oder zwei Gesichter? Dann zeige ich dir ein anderes Bild und ich frage dich, was siehst du? Eine junge Frau oder eine alte Frau? Und ich spreche dir jetzt einmal in deinem Programm das Wissen zu über diese zwei bekannten optischen Bilder oder dann nochmal was Schönes. Ich zeige dir eine Tänzerin und ich frage dich, dreht sich die jetzt rechts rum oder links rum? Und dann schaust du, probier das mit normalen Menschen aus und dann, wenn du diese Bilder dir hersuchst im Internet, und dann probier das mit deinen Mitmenschen aus, was die dir antworten. Aber jetzt zitiere ich mich einmal selbst aus der Bibel. Ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, als Trockennasenaffen, ihr seht, laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Die richtige Antwort bei der ersten Frage, ist es eine Vase oder zwei Gesichter? Es ist ein Monitor mit einem gewissen Arrangement von Helligkeiten von Lämmchen. Das ist das, was es ist. Es ist auch keine junge, keine alte Frau und auch keine Tänzerin, die sich rechts oder links rumdreht, aber auf dem Monitor bewegt sich überhaupt nichts, wenn ich das jetzt laufen lasse. Es ist ja dieses Spiel. Machen wir mal. Tänzerin, optische Täuschung. Seht ihr, so schnell geht es. Ist auch bloß eine Maschine, der Computer. Aber siehst du jetzt einen Computer? Den Computer, den du jetzt öffnest, das Bild, das du siehst, den Monitor, den kleinen Monitor als Ausschnitt, weil mein Monitor übertragen wird, das sind alles logische Konstrukte. Das ist das Spiel mit der Tänzerin. Uhrzeigersinn. Jeder muss für sich entscheiden, in welche Richtung. Da ist keine Frau und da bewegt sich auch nichts. Es ist rein ein ständiges Veränderung von statischen Lampen, die eine Illusion in Bewegung setzt. Und der Weg in die Freiheit ist, dass du dir einfach jeden Moment bewusst machst, was jetzt für eine Information vorliegt. Und dann wirst du plötzlich diesen Wahnsinn. Ich verweise hier auf meinen Vortrag. Beispielsweise jetzt hier eine Rennstrecke aufbauen und einfach mal Licht in einem Medium auf die Reise schicken, indem es relativ schnell ist. Sagen wir mal in Luft, das ist hier der obere Teil, oder in Kunstharz. Im Kunstharz ist das Licht deutlich langsamer. Das ist so ähnlich wie mit... Das ist unsere Siri. Weißt du, was ich meine, Helga? Mhm. Das ist unsere Siri. Es ist einfach eine programmierte Kiste, die eins zu eins das wiedergibt, was man einprogrammiert hat. Lass uns mal kurz nochmal weiterlaufen. Mit Wasser? Im Wasser hat das Licht nur noch 225.000 Kilometer pro Sekunde. Im Kunstharz ist es noch langsamer. Und jetzt schauen Sie sich bitte mal diese Rennstrecke an hier. Oben Luft, unten Kunstharz. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das aussieht. Das sind Vorstellungen. Da ist keine Luft, da ist kein Kunstharz. Und er weiß jetzt nicht, was er anschaut. Er glotzt einfach nur vom Monitor. Wenn wir uns den jetzt ausdenken. Aber den wir uns jetzt ausdenken, ist ja nicht dieses Pixelmännchen, das ist ja wieder was Eigenständiges, sondern wir denken uns jetzt schon wieder irgendwo an den Menschen hin, in die Vergangenheit, der dieses Video aufgenommen hat. Aber das sind doch nur unsere Informationen. Sehen Sie das? Nochmal. Man sieht. Jetzt kommt es. Ich sage immer wieder die physikalische Marienerscheinung. Schau doch mal die Physiognomie jetzt von diesem Pixelmännchen an. Klar, wie der obere Teil... das Licht im oberen Teil, den unteren, abhängt. Das sind Photonen im Flug, die Sie hier sehen. Betonung nicht der Flug. Es sind Selbstlügen. Es sind Photonen im Flug. Es sind Wahnsinnige. Ich habe komplett verlernt zu erkennen, was jetzt hier und jetzt wirklich da ist. Mit ihr meine ich die Geistesfunk. Also Geist von meinem Geist. Träumende Geister, die eigentlich nur ein Geist sind. Das ist immer aufbauender Holo-Feeling. Du bist schlichtweg und einfach Geist von meinem Geist. Und sobald du zum Träumen anfängst, bauen sich in dir Informationen auf.
Und es geht wirklich nur darum, dass du zuerst einmal begreifst, was bin ich selbst? Ich bin der verbindende Parameter für alles, was ich mir ausdenke. Das wird sich so lange in dir wiederholen, bis du das durchschaust. Das ist kein Mensch, da ist keine Bewegung. Was du jetzt vor dir hast, ist ein Monitor. Und wenn du an dich denkst, denkst du an den Trockennasenaffen, den empfindest du körperlich und du hast den Eindruck, du schaust aus den Augen, aus diesem Schädel, aus den Augen heraus. Aber diese Augen, dieser Schädel existiert nur, wenn du dran denkst. Das ist hundertprozentig sicher. So, und jetzt springen wir mal ganz kurz in eine physikalische Vorlesung von, was war vor dem Urknall? Lass dir das auf der Zunge zergehen. Ich gehe jetzt gar nicht so groß in das Wörteraufhängen. Unserer etwas speziellen Vorlesung kurz vor Weihnachten, eben die Weihnachtsvorlesung der Kern- und Elementarteilchenphysik. Und es ist insofern ein ganz passendes Thema. Sie lesen es hier, was war vor dem Urknall, weil es die Schöpfungsgeschichte unserer Physik ist. Ja, es passt also zum Weihnachtsthema. Und was wir auch noch lernen werden, nach Weihnachten werden wir ein bisschen Elementarteilchenphysik machen. Es ist gleichzeitig auch die Zusammenführung der beiden großen Standardmodelle der Physik, der Astrophysik, also das ist das Urknallmodell, und die Elementarteilchenphysik, also die Vorstellung davon, woraus eigentlich alle Materie hier, also so wie wir hier auch sitzen, besteht. Das ist ja immer wieder das große Problem. Was war vor dem Urknall? Zuerst einmal der, der sich das jetzt ausdenkt. Das, was du jetzt zuhörst, ist schlichtweg und einfach wieder ein Computer, ein Cleverbot, eine programmierte Maschine. Ich kann mir jetzt ganz bewusst diesen Menschen denken, der nichts anderes ist wie ein Siri, mit einem anderen Programm. Es wird eins zu eins das rezitiert, wenn wir jetzt das als Mensch und Erziehung, unsere Schwamminhaltsfüllung nennen, es wird eins zu eins das rezitiert, was im Elternhaus und Schule einprogrammiert wurde. Ich spring kurz zu dem letzten oder vorletzten Selbstgespräch, wo wir hier den Vortrag uns normal gesprochen anhören, wo es über Krebs geht. Wo hier ganz klipp und klar Aussage gemacht wird, seit 2014 denkt man anders. Bis 2014, 40 Jahre lang, jeder Professor an allen Universitäten der Welt hatte so gelehrt, weil man ihnen das so erzählt hat. Und seit 2014 weiß man, dass das nicht stimmt. Das ist eine Aussage aus diesem Video über Krebs. Es gilt für alles. Es ist, wenn du ein Zeitfenster aufspannst, zu allen Zeiten erklären die Professoren an den Schulen, ob du 1500 dir jetzt ausdenkst, ob du dir 1700, 1800, 1900 ausdenkst, ob du dir die katholische Kirche ausdenkst, die bis vor wenigen Jahren massiv abgelehnt hat, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht. Dass einfach immer nur Wissen rezitiert wird und du magst nichts anderes. Du informierst dich anhand von Medien, indem du auf einem Fetzen Papier glotzt, das nennen wir Zeitung, oder auf einen Computermonitor glotzt und dann hast du flackernde Lämpchen. Du hast einen ausgedachten Lautsprecher, der erzeugt Schallwellen, das sind alles logische Konstrukte. Aber all diese Dinge existieren immer nur, wenn sie von dir gedacht werden. Was ist jetzt da? Was immer da ist, das bist du. Und was zu einer ständigen Veränderung unterliegt, das sind deine Gedankenwellen. Ja. Und wir können jetzt natürlich hier die Worte uns ganz genau anschauen. Mit Holofeeling wird das alles selbst erklären. Was ist falsch? Nur eine Erde ist falsch. Entwicklung unseres Weltbilds. Es gibt ja viele Erden. Das ist schon von der Ausdrucksweise verkehrt, weil Erde, was denke ich bei dem Wort Erde? Wir wissen Erde, ich kann jetzt zum Beispiel lesen, erwecktes Wissen. Das erweckte Wissen, Falschfaller, ist eine Falle. Falsch heißt, die Welt ist das, was der Fall ist. Was ist der Unterschied zwischen der Erde und der Welt? Nur eine Erde definiert ja jetzt eine Kugel, auf der Leben möglich ist. In dem Kontext, wenn er weiterspricht. Falsch, nur eine Galaxie ist falsch. Was ist Galaxie, der Geist Gottes? Ist ein Brudergott, wenn wir das hebraisieren. Geal, Ax ist Ach, X als gelesen. Nur ein Universum, das in eins gekehrte. Alles. Und zunächst mal zu unserem Weltbild. Ich fange mal mit den ganz großen Fragen an. Wie ist unsere Welt entstanden? Und wir kommen dann im zweiten. Zu unserem Weltbild, zu unserem Brandopfer im Kind, hebraisiert. Das sollte man mittlerweile wissen, wenn nicht, hast du noch sehr, sehr viel zu lernen.
Faktenzahl dazu, dass wir, um das Entstehen der Welt zu verstehen, eben tatsächlich diese Elementarteilchenphysik brauchen. Die Welt ist ganz klein, aber zunächst mal die Welt ist ganz großen. Und die Menschen hatten zu Anfang eben die Vorstellung, dass die Erde flach ist. Da sind wir jetzt schon... Woher weiß er das? Weil er so programmiert ist. Hätte mir ihm was anderes erzählt, jetzt, ich rede jetzt immer normal, dass du mir logisch folgen kannst, hätte mir ihn in der Schule was anderes erzählt, würde er dir was anderes erzählen. Es war schon immer so und es wird immer so sein. Die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo die Menschen morgen drüber lachen. Wobei, heute und morgen, es ist immer heute. Egal, für dich gibt es nur heute und jeden Moment, den du heute erlebst, passiert jetzt. Wenn du nicht bereit bist, dich von diesen unbewussten Denken in Form einer Vergangenheit und einer Zukunft, dich davon zu lösen, wirst du leiden. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Du wirst Angst haben, dass du dich auflöst, weil du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Ist es so schwer zu verstehen, dass wenn ich sage, wo ist dein Körper, wenn du nicht dran denkst? Und dann schau mal, was deine jetzig einprogrammierte Logik zu dir sagt. Das ist die Siri. Das ist diese Siri in dir. Das ist der Cleverbot in dir. Das ist eine reine KI, ein programmiertes Ding. Ich mache mal einen hier und jetzt bewusst ausgedachten Sprung vor 20 Jahren, wo ich sage, wenn du dich an einen Computer hinsetzt und du gibst in den Computer Daten ein, hast du diesem Ding nichts gelernt. Du hast ihn programmiert. Du kannst dann die Software verändern. Das sind ja auch eine Form von Daten, eine höherwertige Form von Daten. Das ist das Regelsystem, wie du mit Daten jonglierst, wie du Daten interpretierst. Dann hast du aber der Maschine auch nichts gelernt, weil du an Gedanken von dir nichts lernen kannst. Darum betone ich immer wieder, alles, was jetzt das Pixelmännchen Udo, dieser Computer, dieser Lautsprecher, den du jetzt zuhörst, normal gedacht, was der dir erzählt, erzählt er einzig und allein dem Geist, der sich jetzt diesen Computer oder den Udo ausdenkt. Ich erzähle alles, was ich erzähle, nur dem, der mich jetzt sprechen hört. Das ist Geist. Mich hört jetzt kein Gehirn sprechen, weil ein Gehirn müsste ja, ist ja jetzt schon wieder, jetzt existiert ein Gehirn, weil du ein Gehirn denkst. Wo ist dieses Gehirn, wenn du nicht dran denkst? Der Glaube, zu sagen, mich gibt es ja nur, weil mein Gehirn da ist, auch wenn ich nicht dran denke, und das als hundertprozentig sicher zu bewiesen ansehen, das ist schlichtweg und einfach Geistlosigkeit. Und das ist das Einzige, was du zu verstehen hast, und dazu sag ich immer wieder, benötigst du keinen großen Intellekt. Die wesentlichen Aussagen, die ich tätige, kann jeder 13-Jährige jetzt in Bezug auf einen intellektuellen Stand von Wissen sofort nachvollziehen und hier und jetzt hundertprozentig sicher überprüfen. Wenn du an etwas nicht denkst, existiert es für dich Geist nicht. Punkt. Und all die Angst, all das ganze Gedanken um dich herum verstreuen, wenn du eine Zeitung liest, jetzt in Amerika. Es ist eine tiefe Symbolik, es ist eine Traumwelt, eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Was soll mir das sagen? Wo liegt die Symbolik in dem Ganzen? Wenn wir einen Sinus konstruieren, wenn ich sage, der wird aus einem Einheitskreis heraus konstruiert, das wird dann zu einer Funktion. Aber was dir noch nie aufgefallen ist, dass das Wort Funktion und das Wort Punkt, Punkt, BSF. Mein Geist des Funken sind Punkte, Punkten. Was ist ein Punkt? Wenn wir uns das anschauen, ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Es gibt einen absoluten Mittelpunkt und es gibt ausgedachte Punkte, periphere Punkte. Es bleiben aber Punkte. Was ist denn dann eigentlich eine Linie? Ein Aneinanderreihen von Punkten. Aber was ist das Aneinanderreihen von dimensionslosen Nichts? Und es wird sehr interessant, wenn du denn jetzt aufmerksam zuhörst, wo er dann selber zugibt, dass er sich das nochmal vorstellen kann. Aber es ist so, man kann es beweisen. Das anerzogene Dogma ist wesentlich mächtiger wie das, was man selber sieht. Ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, wenn du dich mit einem solchen Menschen verwechselst, dann siehst du laufend Sachen, die du überhaupt nicht mehr siehst. Du bist nicht mehr in der Lage, das zu sehen, was hier und jetzt ist. Du siehst zu 99% bloß deine zwanghaften Interpretationen, die dir dieser Intellekt aufzwingt. Ein bisschen länger darüber hinaus. Die Erde ist also eine Kugel. Aber man dachte sehr lange, dass sowohl der Mensch als auch unsere Erde was ganz Besonderes ist. Dass es womöglich keine zweite Erde gibt. Und ich glaube, das denken wir immer noch. Ne? Wir haben ja noch keine zweite Erde, trotz intensiven Suchens gefunden. Das liegt aber im Wesentlichen wohl daran,
dass die Erde so klein ist, gemessen an den Sonnen, die in unserer Umgebung, in unserer kosmischen Nachbarschaft sind, als auch die Planeten sagen. Es ist einfach nur Wissen, das rezitiert wird, und Wissen erzeugt Vorstellungen. 99,9% von naturwissenschaftlichem Wissen kann man nicht entdecken. Ich kann dir das erzählen wie eine Märchengeschichte. Märchen sind ganz wichtig. Und dann kannst du aufgrund dieser Märchengeschichte dir Vorstellungen aufbauen, wenn du so programmiert bist. Wie ein Computer, der dann sprechen kann, der Zeichnungen wiedergeben kann, aber nur, wenn die Daten da sind und wenn das Programm im Arbeitsspeicher ist. Das ist einmal das Grundprinzip. Und Jupiter, diese Gasriesen, so eine kleine Erde in der Nähe einer benachbarten Sonne, kann man im Augenblick mit den technischen Methoden noch nicht sehen, aber es ist ziemlich sicher. Es ist jetzt immer wieder das Spiel, das ich sage, wenn jetzt der jetzt Portugiesisch sprechen würde, bleib immer in deiner Logik, dann würdest du nur Geräusche hören, dann würde nichts in dir passieren. Sobald du aber resonierst mit dem, ob das jetzt Bild oder ob das Geräusche sind, wirst du sofort wieder interpretieren und wirst du in dir selber. Das heißt, ein ständiger Wechsel, die 200 Gramm rote Gnede, die du selber bist, formt sich ständig um. Dass wir einen erdähnlichen Planeten in absehbarer Zeit entdecken werden. Das ist also falsch. Unsere Erde ist womöglich gar nicht so einmalig, wie wir denken. Dann haben wir gedacht, relativ lange, also mit mir meine ich jetzt... Wir ist immer auch ein Lieblingsfloskel von jedem Physiker. Wir Physiker wissen ja. Wir Katholiken wissen ja. Wir Zeugen Jehoven wissen ja. Menschen vielleicht vor ein paar hundert Jahren, dass es nur eine Sonne gibt und diese Lichter am Himmel, das sind keine Sonnen, sondern sind irgendwelche Lichter, die da angebracht worden sind, das war auch falsch. Und dann dachte man so etwa zu Beginn des letzten Jahrhunderts, dass es nur eine Galaxie gibt. Man wusste also, dass unsere Erde eine um die Sonne kreist und dass die Sonne eine von 100 Milliarden Sonnen ist in unserer Galaxie. Wer hat die gezählt? Hat es er gezählt oder plappert er noch? Kann man 100 Milliarden überhaupt zählen? Erinnert euch immer wieder an mein kleines Beispiel, wenn du in eine Vorstellungswelt gehst, was sind 14 Millionen, diese 6 im Lotto? Auf 1400 Kilometer 10 Zentimeter. Fahr mal mit dem Auto jetzt ganz normal in deiner Wahrnehmung, deiner Normalvorstellung, 1400 Kilometer mit dem Auto und ein 10 Zentimeter Stück davon ist 1 zu 14 Millionen. 100 Milliarden sind 100.000 Millionen. Wer will die zählen? Er plappert, alle plappern geistlos nach in Größenordnungen, die sich jenseits jeglicher Vorstellung sind. Es ist nur noch Zahlen, die genannt werden. Aber man dachte, dieser Sternennebel, diese Spiralgalaxie, in der wir sind, das ist eben was ganz Einmaliges. Das ist das, was Philosophen machen. Er denkt sich jetzt, was irgendwelche Menschen gedacht haben in der Vergangenheit. Er denkt sich auch, was welche entdeckt haben. Das ist ganz schön, wenn wir den Gassner länger anhören. Da habe ich jetzt das Schöne, müsste ich eigentlich dort. Das ist ein reines Rezitieren, ein reines Rezitieren von angelesenem Wissen. Geht's auch ohne Urknall? Unser Weltmodell stellt dieses eigenwillige Phänomen an den Anfang. Und wenn man ganz ehrlich ist, so richtig glücklich ist niemand darüber. Eine Singularität und eine sich anschließende vierdimensionale Raumzeit, die expandiert und auch noch beschleunigt. Ja, entsprechend gibt es eine ganze Reihe von Alternativen. Jetzt denk immer, wenn du sowas hörst, an die Siri. Genau. Was ist jetzt der Unterschied, ob ich ein Handy in der Hand habe? Es ist ein Stück Materie mit einem Computerchip, mit einem einprogrammierten Wissen oder ein Fleischhaufen mit einem Gehirn, mit einem einprogrammierten Intellekt. Kann sich das Ausgedachte raussuchen, dass es so ist, wie du dir das ausdenkst? Immer wieder, ich sage, wenn du an einen Menschenkopf denkst, an ein menschliches Gehirn denkst, an einen Kopf, nenn es, wie du es willst, das ist ein Gedanke, das ist eine Information, nenn es einfach Kiste, nenn es Deba. Die existiert, eine Kiste, die du denkst, existiert erst, wenn du sie denkst. Genauso ist es, wenn du an einen Menschen denkst, was du dir auch immer beim Menschen für vorstellen magst. Mach mal einfach mal den Kopf. Es ist eine Kiste. Und in der Kiste, die du dir denkst, wird das drin sein, was du denkst, dass in der Kiste drin ist. Dazu. Und ich würde gerne mal so diese Geschichte erzählen, wie diese Dinge entstanden sind. So, und wenn du jetzt hier dieses Video dir hersuchst, dann wirst du feststellen, dass er dir erklärt, was der entdeckt hat, was der entdeckt hat. Das sind lauter Sachen, die auf seinem Programm drauf sind.
Was jetzt hier vielleicht eine interessante Stelle ist, und das schauen wir mal ganz kurz an. Vorstellung. Das ist jetzt ein Punkt, ein ausgedachter Punkt. Dieser ausgedachte, wo ich den Fall habe. Ich denke mir jetzt einen ausgedachten Punkt und ich denke mir, dass dieser Punkt von dem ausgedacht wird. Das heißt, dieser Punkt ist in dem seinem Kopf. Das ist natürlich jetzt kein Kopf, das ist bloß ein Pixelmännchen, aber wir bleiben mal. Ich denke mir, das ist in der Vergangenheit aufgenommen worden und dann steht er in einem Studio und wenn er sich den Punkt ausdenkt, ist das, was er sich ausdenkt, in seinem Kopf. Aber der Kopf wiederum, den denke ich mir jetzt aus, der ist in meinem Kopf. Einfach den Gedankengang mitgehen. Also wir müssen es erst mal feststellen, reden wir von einem absoluten Mittelpunkt oder einem peripheren ausgedachten Punkt. Und wenn jetzt das Ding sich bewegt, egal wo er sich das hindenkt, es ist was Ausgedachtes, es ist immer absolut statisch hier und jetzt in seinem Kopf, beziehungsweise in deinem Kopf, beziehungsweise in meinem Kopf. Das sind aber alles ausgedachte Köpfe. Aber all diese ausgedachten Köpfe, diese ausgedachten Punkte befinden sich in einem absoluten Mittelpunkt. Schau dir das kleine Bild rechts unten an mit dem Udo. Und immer wenn du dir was ausdenkst, denkst du dir das aus dem absoluten Mittelpunkt in dein Inneres. Wir haben ein absolutes Inneres, nicht mehr denkbar, unser Nullpunkt. Und dann denkt man in dieses Innere was rein. Es wird eigentlich sehr interessant, wenn wir jetzt das Wort Punkt hebraisieren auf Hebräisch anschauen. Du wirst dich wundern, du erlebst Wunder über Wunder, dass du irgendwann einmal mit der Vordersprache verstehst, das ist ein Computerprogramm. Und wir schauen mal, worauf ich hinaus will. Ihnen hier nochmal diese Lichtquelle. Die eine ausgedachte Lichtquelle ist niemals eine Lichtquelle. Quä. Denk einfach, du träumst. Du hast eine Farbbrille auf. Dann hast du genau das, wenn du jetzt hier ganz bewusst als fälschlich gedachter Trockennasenaffe, du Geist aus diesen Augen, diesen Trockennasenaffen herausschaust, schaust du eigentlich auf eine VR-Brille. Das musst du einfach akzeptieren. Du wirst feststellen, es wird immer schlüssiger. Und wenn du auf die VR-Brille schaust, siehst du eine dreidimensionale Landschaft vor dir, die gar nicht da außen ist. Zwei flache Bilder, die in der Synthese in deinem Gehirn, in dir selber, die Illusion eines dreidimensionalen Raums erzeugen. Und dann siehst du da oben eine Sonne oder eine Lichtquelle und du meinst natürlich, dass die Sonne jetzt Lichtstrahlen ausstrahlt, die übrigens noch nie irgendein Mensch gesehen hat. Das widerlege ich hundertprozentig, es hat noch nie einer Licht gesehen und es hat noch nie einer Wind gesehen. Weil Wind besteht aus Gasmolekülen, wir sagen einfach mal, das wäre jetzt Luft, Sauerstoff, dann ist er Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Gemisch, sind wir so oft darauf eingegangen, vollkommen unsichtbare, vollkommen geruchslose, geschmackslose, ungiftige Gase, also etwas, was überhaupt nicht wahrgenommen werden kann, du kannst Luft nicht wahrnehmen. Darum kannst du auch keinen Wind wahrnehmen. Ja, jetzt kannst du ja da rausschauen und du siehst, dass sich die Bäume, die Zweige bewegen. Wieso bewegen sich die Zweige? Ja, weil da ein Wind geht, ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Ich sage, zeig mir den Wind. Du kannst der Lampe einschalten, dann wirft meinetwegen irgendein Gegenstand einen Schatten. Zeig mir das Licht. Es sind logische Konstrukte eines Programms. So wie wenn du auf einer Farbe das berechnest. Konzentrische Kreise wirft und der Abstand zweier. Ich verweise darauf, dass die Kreise, die jetzt konzentrisch von innen nach außen sich zu bewegen scheinen, auf dem Monitor, beziehungsweise auf deiner VR-Brille, auf deiner VR-Brille wird jetzt ein Monitor dargestellt, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint. Es ist aber deine Information. Alles, was du Geist wahrnimmst, sind deine Informationen. Darum ist auch mein Bestreben, in keinster Weise irgendeinen von dir ausgedachten Trockennasen auf den Menschen das zu erklären, weil ein Gedanke wird es niemals verstehen. Du kannst der Siri, den Computer, den Handy nicht erklären, dass es einfach nur geistlose Materie ist. Du wirst es erst gar nicht versuchen. Versuch doch deinen Computer zu erklären, dass er jetzt nur deshalb da ist, weil du ihn dir ausdenkst. Ein Stück Materie mit einem Chip. Aber was ist jetzt, wenn in einer gewissen Entfernung vor dir Trockennasenaffe sitzt, auf deiner VR-Brille erscheint? Es ist ein Fleischhaufen mit einem Gehirn. Es ist nur eine andere Metapher für ein und dasselbe. Es klingt jetzt so unendlich herzlos. Es ist aber gerade das Gegenteil davon. Es ist absolut allumfassende Liebe, die nötig ist, um das zu verstehen. Das musst du selbst werden. Geist ist was anderes wie irgendeine vergänglich existierende Erscheinung. Alles, was existiert, ist vergänglich. Da gibt es nichts am Leben zu erhalten. So viel zum Thema Schlaganfall, Robby.
welcher Kreis, konzentrischen Kreise würde jetzt der Wellenlänge dieses abgestreuten Lichts entsprechen. Und wir sehen sehr schön, sobald diese Quelle sich auf mich zubewegt. Dann wird es hier blau und hier rot. Darum können die feststellen, wenn du jetzt hier dann das Ganze anschaust. Ich kann jetzt jede Kleinigkeit erklären, was noch wesentlich schöner ist, dass es alles wichtig ist, was er sagt. Was nicht stimmt, sind die Vorstellungen, die die Worte in dir auslesen. Ich sage immer wieder, alle Formen in den Physik- und Chemiebüchern sind wichtig und richtig. Alles, was in heiligen Schriften steht, ob das in der Tora ist, ob das im Koran ist, ob das in den Upanishaden ist, in der Bhagavad Gita, ist hundertprozentig wichtig und richtig. Das Problem ist, was machst du aus den Worten? Zuerst einmal das, was man dir erzählt hat, was die Worte bedeuten. Stimmt oder stimmt? Und ich mache jetzt dort das einmal weg, dass wir uns wieder sehen. Habt ihr mein Bild wieder? Ja. Ja. Und wenn wir jetzt ins Detail gehen, ich könnte jetzt immer mühselig, wenn wir uns den Vortrag weiter anhören, dann kommt er mit dem Hubble-Teleskop und dann gehe ich einfach in Gematrie-Explorer, dann setzen wir mal dieses Hub-BL, das ist eine wahrgenommen aufgespannte Polarität, HUB, in Gott. Das ist das Hubble-Teleskop. Dann kann ich nochmal, wenn wir jetzt den Punkt anschauen, diesen absoluten Punkt, was dir noch nie aufgefallen ist, dass das Punkt des P von ein F ist. Es funkt der Punkt. Und da kommt die Funktion her. Weil der Punkt anfängt, der Geist, der nur ein absoluter Mittelpunkt ist. Es kann ein ausgedachter Mittelpunkt sein. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier das Zentrum vom Kopf meiner Ritter denke, wenn ich mir das in den Kopf der Ritter rein denke, das ist das, was du ein Geistesfunken ist, ein Geistespunkt. Dann hast du eine eigenständige Peripherie. Aber die Peripherie, die dich umgibt, ist ein peripherer Punkt von dem Punkt, der sich diesen Punkt ausdenkt. Das ist es, was ich gerade gesagt habe. Ich denke mir jetzt jemanden, ich denke mir jetzt zum Beispiel hier die Helga aus und wenn ich jetzt den Punkt, den als Mittelpunkt die Helga setze und schaue dann praktisch auf den Punkt, auf die Verabrede von der Helga, sehe ich jetzt ein ganz anderes Bild, wie wenn ich auf die Verabrede von der Ritter drauf schaue. Oder vom Robby drauf schaue. Geh diesen Gedankengang mit. Wir machen hier kein Science Fiction. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Das ist in unserem Weißenbuch-Vortrag, wenn ich das immer wieder wiederhole, sind so simple Beispiele. Wenn du geistig beweglich bist, kannst du dich in jeden ausgedachten, von dir ausgedachten Punkt gedanklich hineinsetzen in die Peripherie, ändert aber nichts, dass es trotzdem hier in dem absoluten Mittelpunkt sich abspielt. Ja. Diese Sache, wir denken uns an Zahl mit 200 Menschen und vorne auf der Bühne steht dann und hört einen Vortrag. Jetzt denken wir uns 201 Köpfe aus. Und jetzt ganz einfach statisch denke ich, was sieht der, der den Vortrag hält, während er den Vortrag hält? Und in die Zuschauerreihe noch reinschaut. Er sieht 200 Gesichter vor sich. Was sieht einer, der in der ersten Reihe sitzt während des Vortrags, die meiste Zeit bloß ein Gesicht, weil er den Vortragenden anschaut? Umso weiter wir nach hinten kommen, haben die dann Hinterköpfe vor sich und ein Gesicht. Ja. Also das ist ein klarer Beweis, dass in jedem Kopf andere Bilder drin sind. Aber jetzt ist dort, dass ja ausgedachte Köpfe, ausgedachte Kisten sind, ist in einer Kiste, die du dir denkst, was drin, wenn du dir nichts reindenkst. Für dich existieren immer nur deine Informationen, die du jetzt anschaust und die unterliegen einem ständigen Wechsel. Und es ist vollkommen sinnlos, irgendjemandem Existierenden eine Information zu erklären, dass er eine Information von dir ist. Ja. Und ich kann dir gleich sagen, ich rede jetzt ganz bewusst wieder normal, dass du mir folgen kannst. Ich erzähle es wirklich nur den einen Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Das hört jetzt nur einer. Glaub ja nicht, dass die Ritter oder die Helga oder der Robby oder die Marion das hören. Es hört nicht einmal der, der jetzt vom Computer sitzt, der du zu sein glaubst. Du hörst es. Übrigens, wo war jetzt die ganze Zeit dein Körper? Hat der existiert, wenn du aufmerksam zugehört hast? Wenn du Holofeeling-Selbstgespräche hörst, das ist auf Hunderten von Selbstgesprächen sind diese Sätze drauf. Wo ist diese Weisheit, diese göttliche Weisheit in deinem normalen Alltagsbewusstsein? Es existiert nicht. Du bist dann ganz normal wieder ein Brösel, der nur hier meint, er hat mit dem, was er sich denkt, nichts zu tun.
jetzt, was die Endzeit, Corona ist keine Strafe. Wir können jetzt ewig diskutieren und egal, was ich in einer Diskussion jetzt bringe, wir bleiben mal zuerst in Deutschland. Corona-Leugner, Corona-Befürworter. Es sind nur zwei verschiedene Informationsquellen. Beides ist nachgeplappert, vollkommen geistlos nachgeplappert. Die Symbolik hat keiner davon verstanden. Das ist dieses die Corona. Jetzt können wir in die Sprache gehen, sagst du mal in die Etymologie, was ist da? Leuchtet das Herz schon auf in einem gewissen Maß, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Und jeder wirft den anderen seine eigene Dummheit vor. Das ist die Spiegelung. Sobald du nämlich streitest, immer an meine Spiegelung, an die erste Spiegelung denken, du lächelst und das Spiegelbild wird lächeln. Du schreist und das Spiegelbild schreit. Wir haben natürlich dann den Kantenspiegel, dann ist es gedreht, es wird dann du lächelst und das Spiegelbild heult und wenn du heulst, lächelt das Spiegelbild und dann haben wir noch das Dreieck, das dann die Synthese dazu macht. Das ist These, Antithese, Synthese. Es ist ein arithmetisches Prinzip. Aber diese Rechthabereien ist eine extreme Spaltung der Gesellschaft. Das ist das Wesentliche, was du erkennen musst. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, beobachte dich selbst, bei welchen Informationen, bei welchen intellektuellen Denksystemen du innerlich Beifall klatscht, weil sie dir logisch erscheinen und bei welchen dir die Haare zu Berge stehen, weil du sagst, was ist das für ein Scheiß, wie kann man sowas glauben? Und dann kann ich immer wieder sagen, hättest du das andere Programm in dir, du bist das hier, deine KI, dein Intellekt, dein blaues Ich ist ein reines programmiertes Programm, das du dir nicht raussuchen konntest, dein Schwamminhalt. Geist beginnt in dem Moment, wo du das zu verstehen anfängst, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, anders sein kann, wie er von dir ausgedacht wird. Das sind Figuren in einem Traum. Und du bist der immerwährende Geist, der dieses Leben durchlebt. Der Leser ändert sich nicht, während er einen Roman liest. Der Zuschauer ändert sich nicht, wenn du einen Film anschaust. Es ändert sich übrigens auch nicht die Datei, die du abrasterst. Es ändert sich auch nicht das Buch. Das Buch, das du in das Bücherregal zurückstehst, ist komplett dasselbe Buch, ob du das gelesen hast oder nicht. Die DVD, die du wieder in deinen Schrank reinstellst, die Datei jetzt symbolisch in deiner Sprache, hat sich überhaupt nicht verändert, wenn du die angeschaut hast. Es hat sich übrigens auch nicht der Zuschauer verändert, weil das Geist ist. Das Einzige, was sich verändert, sind die ständig wechselnden Bilder auf dem Bildschirm oder auf deiner VR-Brille. Das ist ein Kommen und Gehen von existierenden Dingen. Und wenn man das nicht wahrhaben will, wird man leiden. Ich sage, alles, was du dir ausdenkst, kriegt das ja gar nicht mit. Da war heute das schöne Video, das müssen wir fast nochmal anschauen. Glaube ich, habe ich jetzt weggemacht, mit dem Dieter Nuhr, ich rede jetzt wieder normal, das ist so suffisant mit dem Trump, wo er hier über Wirklichkeit und Wahrheiten geht. Ich stelle es jetzt nicht rein, es ist nämlich hier, dass du merkst, wenn wir jetzt den Menschen wieder ausdenken, dass der keine Ahnung hat von Duden und Blasen, er Humor macht und weiß gar nicht, worüber das er lacht. Da geht es um Realität, was Realität ist, da außen. Dann nimm doch einfach mal einen Hammer, sagt und hau dir auf die Hand und dann wirst du schon feststellen, was Realität ist. Ich sage, es wird immer so sein, wie du glaubst, das ist ein einfacher Satz. Dieser Satz macht dich zu Gott. Du bist der Richter über alles und jeden, egal an was du denkst. Und der Schöpfer davon. Das ist kein Science Fiction. Wie oft soll ich das noch sagen? Es ist das, was du sofort, wenn du Geist bist, überprüfen kannst. Hier und jetzt, sofort auf der Stelle. Dass nur das existiert, was du denkst, oder auf der VR-Brille, was du anschaust, welchen Blickwinkel du einstellst. Also wo ist das Problem mit einem Schlaganfall, Robby, wenn du jetzt wieder einen Schlaganfall gehabt hast? Angst? Wer hat mehr Angst? Kein Moment, Problem. Zuhören. Der Robby oder die Marion? Kann ein Gedanke von dir anders sein, wie du in dir denkst? Wann erhebst du dich endlich einmal drüber? Ich habe so eine schöne Aussage bekommen. Namen sind jetzt einmal Schall und Rauch. Jetzt rede ich wieder normal in deiner normalen raumzeitlichen Logik. Ich kriege natürlich ein Mail. Ich kriege so viel unendlich viele Mails, wo ich dann meistens wegklicke, wo hier eine ganz klare Aussage ist, ich habe das jetzt wirklich innerlich komplett nach zigfachen Anhören des Selbstgefährdens innerlich das Gefühl, dass ich begriffen habe, dass die Welt wirklich bloß ein Traum ist. Dass Ärzte Krankheiten Erfinder sind. Die sind übrigens nicht schuld, dass wir die uns so ausdenken. Ich sage, das ist ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Man sollte zurückgehen, sich vom Sonntag jetzt
den Dordot anschauen, vor 14 Tagen oder 3 Wochen, den Wiener Dordot, wo es über Heilpraktiker geht. Ein einziger Kampf zwischen Schulmedizin und Heilpraktiker. Man müsste meinen, alle kämpfen darum, dass man Menschen gesund macht. Es geht um Geld. Es sind zwei Firmen, zwei Denksysteme, die letztendlich Geld verdienen wollen. In der Schulmedizin gehen Milliarden von den blöden, aufgrund dieser blöden Heilpraktiker und Naturheilkundler verloren. Und die Naturheilkundler gehen Millionen verloren, Milliarden verloren aufgrund der Schulmedizin. Es dreht sich alles um Geld in deiner Welt. Das ist eine Sau. Das ist das, was zu erkennen gibt. Was ist, Marion? Weißt du, das ist so, Robby und ich können das aus dieser Ebene, der ist ja auch nicht zum Arzt, aber weißt du, was in dieser Familie los ist, wie er attackiert wird von seinen Kindern, von seiner Ex-Frau, von unserer Tochter, die gehen auf uns los, weil wir praktisch nur schauen und keiner versteht es. Das ist auch der Test, es ist immer, ich sage von vornherein, ich mische mich in die Leben nicht rein, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Nicht einmal unterschwellig, dass ich sage, geh nicht zum Arzt. Und ich habe jetzt übrigens Ärzte in keinster Weise schlecht gemacht. Ich habe vollkommen wertfrei beschrieben, um was es denen in Wirklichkeit geht. Nicht, wenn du jetzt ein Arzt bist, in deiner Rolle. Du Geist denkst jetzt, du liest ein Arztbuch. Du lebst jetzt, durchlebst das Leben eines Arztes. Oder du durchlebst das Leben eines Physikers. Und du hörst dir Holofeeling an. Mach dir mal Gedanken, wie dein Programm darauf reagiert. Das ist totale Verteidigungsposition. Weil Ego will sich am Leben erhalten. Ja. Das ist dann ein klares Zeichen von absolutem Unbewusstsein. Wissen macht dich so unendlich blind. Ich sage, das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, die du zu entdecken hast. Und die wurden ganz, ganz bewusst erschaffen, dass du das erkennst. Und es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber ich sage dir, 99,99999% der Ärzte in deiner Welt machen einfach ihren Job, dass sie aus dem Grund, wieso alle Menschen einen Job machen, Geld zu verdienen, dass sie selber überleben können. Und die Statistiken, und dasselbe gilt für Heilpraktiker. Ja. Und den Wahn zu erkennen, dass du eine vergängliche Erscheinung, dass die nicht für die Ewigkeit erschaffen ist. Jetzt kann ich noch mal zum tausendsten Mal sagen, ist dir denn nicht klar, dass das, was du Mensch nennst, ein ganzes Leben ist? Ein Körper davon nur eine bestimmte Facette. Das ist wie wenn ich sage, der Mensch ist das Buch und ein Körper, der in Form von Worten auf irgendeiner Seite erwähnt wird, auf der Seite 20 bist du 20-Jährige, auf der Seite 40 bist du 40-Jährige. Nein, du bist der Leser, der aufgrund dieser Worte Vorstellungen in sich selber aufwirft und sagt, das bin ich. Studiere deine Offenbarungen, du bist was ganz was anderes. Und ich brauche für diese Geschichten, es gibt keine Kranken und keine Gesunden, so wenig, wie es keine Berge gibt, wenn es keine Täler gibt. Es gibt kein Oben oder Unten. Dieses Prinzip musst du verstehen. Und jegliches Anstreben eines einseitigen Ziels ist selbst die Entheiligung in Bezug auf den Geist, der sich ausdenkt. Also die Frage, ob man für oder gegen Corona sein soll, stellt sich überhaupt nicht, wenn ich weiß, dass kurz erst einmal das Licht ist. C Quadrat ist R. C Quadrat wird erweckt. Das sind physikalische Formen. Das wirst du aber mitkriegen, wenn du Holofeeling studierst. Aber das ist nicht unbedingt jetzt deine Aufgabe, auch nicht Hebräisch zu lernen oder sonst was. Deine jetzige Aufgabe ist, erst einmal zu erkennen, was bin ich selbst. Rot geschrieben. Ich selbst. Der Geist, der jetzt das Leben von dem erlebt, der ich zurzeit zu sein glaube. Was sind meine Informationen? Ständig wechselnde Bilder. Jeden Gedanken, den du denkst, neu denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Es war niemals irgendetwas in der Vergangenheit, es wird in der Zukunft nichts passieren und es gibt auch nichts, absolut nichts, was außerhalb von dir als Ding an sich existieren könnte, ohne dass du dir das ausdenkst. Das ist übrigens sofort überprüfbar. Alles andere ist blinde Mutmaßung. Jegliche Art von Religion ist geistlos rezidiertes Siri-Wissen, einprogrammiertes Wissen.
Jegliche Form von Naturwissenschaft ist geistlos rezitiertes Wissen, das aufgrund dieser Programmierung in mir Vorstellungen erzeugt, aber diese Vorstellung, was ich mir ausdenke, vor mich hinstelle, um mich herum gedanklich verstreue, sind hier und jetzt meine Informationen. Das ist hundertprozentig sicher. Meine 200 Gramm rohe Gnede, die sich umformen. Die Gnede, die 200 Gramm rohe Gnede, das bin ich selbst, symbolisch gesprochen, der Geist, der ständig seine Information in sich, seine Form verändert, ohne dass sich an ihm selbst was verändert. Darum bist du, egal wer du jetzt zu sein glaubst, wenn du mal versuchst, dich auf das zu konzentrieren, was du bist, musst du dich auf was konzentrieren, was du selbst bist, der absolute Mittelpunkt. Und aus dem funkt alles heraus, das, der Punkt ist es Funken. Ja. Du wirst dich wundern, dass da eine große Gruppierung ist, dass da, wenn ich jetzt die Worte nehme und hebraisiere, geistreich und auch von rechts nach links, du kannst dir spiegeln, dass in den Worten, in diesen kleinen Zeichen mit der Vordersprache die komplette Physik drin ist, mit physikalischen Formeln, wie du funktionierst. Das lass einfach stehen einmal. Aber es ist hier, was du jetzt sagst, ist das Mund, wird einfach den Mund halten. Du musst doch, du kannst doch nicht. Ich kann doch nicht, ich muss doch, ich brauche doch. Ich, das ist das blaue Ich. Ist ja immer, die Problematik ist ja drumherum. Ich sehe da keine Probleme, wenn man sich einfach hier lernt, den Mund zu halten. Angst. Vor was hast du Angst? Dass du dich auflöst? Nichts kann sich nicht auflösen. Ich rede jetzt mit deinem Geist. Das, was sich auflöst, sind die Sachen, die in dir existieren als Informationen, aber die lösen sich schon auf, wenn du sie nicht mehr denkst oder nicht mehr anschaust. Ich sage immer wieder, das Problem ist nicht die Auflösung, sondern dass du ständig immer wieder dasselbe wiederholst, aber du hast keinen Einfluss mehr drauf. Das, da hast du im Laufrad. Wie eine Maschine. Mech Animus. Holo-Feeling ist nicht für irgendwelche von dir ausgedachte Menschen. Nur für einen einzigen. Für den ersten, wie ich das nenne. Und das musst du, den Schuh musst du dir anziehen. Und du wirst feststellen, umso mehr du verstehst, was du bist, umso unwichtiger wird für dich das, was du zu sein glaubst, auch in Bezug auf die Menschen um dich herum. Ich habe so gegengerechte Beispiele zwischen den extremen Groß und den extremen Klein. Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 Fragen. Das ist alle Fragen, die die Menschen stellen, bezieht sich immer auf irgendwelche existierende Dinge. Kategorie 1 Fragen, die gar nicht existieren, wenn du nicht danach fragst, wenn du die nicht denkst. Und Kategorie 2 ist immer die Frage, ist das richtig oder ist das richtig? Was stimmt und was ist verkehrt? Und da kann ich dann tausendmal sagen, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Eine absolut geistlose, dumme Frage, wenn ich weiß, was eine Welle ist. Beides. Ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, ein Bad oder ein Klo? Wenn ich weiß, was eine Wohnung ist, ist die Frage vollkommen sinnlos. Weißt du, was du selbst bist? Du wirst jetzt feststellen, jetzt kommt wieder irgendwas Existierendes dir in den Sinn. Dieser Körper. Und ich war diese Körper, ich war 20. Es sind doch nur ständig wechselnde Gedanken. Was übrigens jetzt Figuren in deinem Traum denken und machen, wird auch von dir erzeugt, wenn du träumst. Immer wieder der jetzt bewusst ausgedachte träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Und alle Sachen, die von dem geträumt werden, die in Erscheinung treten, die übrigens nicht der ausgedachte träumende Geist sieht, du siehst es. Weil irgendein ausgedachtes existierendes Ding kein Geist ist. Selbst ein ausgedachter Gott ist einfach nur ein Geschöpf, eine Vorstellung von dem eigentlichen Geist, der sich Gott ausdenkt. Ja. Und das zu akzeptieren, das ist das, worum es zurzeit geht. Und dein Leben als Ding an sich, wie ich sage, die Rolle auf der Bühne, die du jetzt spielst, in dem Traum, lässt Holo-Feeling, lässt es vollkommen unangetastet. Du wirst zu lernen anfangen, wann man reden soll oder wann man nicht reden soll. Diese Neugier, ich bin da tausendfach in Filmvariationen drauf eingegangen. Am besten, man hält sich raus. Und dann bist du doch wieder getrieben. Dann muss man dahin und dann muss man demonstrieren. Du demonstrierst immer nur für deine eigene Unheiligkeit, weil du meinst, von zwei oder mehreren Möglichkeiten sei bloß eins richtig. Denk an das ein Beispiel. Du wirst dann zuerst einmal mit den Sätzen feststellen, in einer Übergangsphase von Bewusstwerdung, dass wirklich die Figuren, die in dir in Erscheinung treten, vollkommen geistlose KI sind.
Du wirst aufhören, intellektuell geäußertes Wissen zu bewundern. Da kann der Udo immer sagen, wenn du dir einen Gescheiten ausdenkst, einen Professor, der weiß ja so viel, oder ein Udo, der weiß ja so viel. Wenn ein Berg da ist, ist im selben Moment ein Deuter. Das heißt, auf jeden Gescheiten, auf jeden intelligenten Menschen kommt der Depp. Ich mache mal ganz, wie auf einem Berg ein Deuter sein muss. Und jetzt wirst du, wenn du in dich reinschaust, feststellen, dass du meinst, du bist der Dumme, wenn du dir einen Gescheiten ausdenkst. Es ist nicht besser, wenn du glaubst, du bist der Gescheite, dann sind nämlich die alle anderen um dich herum dumm. Ich sage prinzipiell, alles Existierende ist geistlos als Ding an sich. Es ist losgemacht, der Geist, und der Geist bist du. Durch die Visionen in dir zerstückelst du dich in unendlich viele Facetten, die du rein ausgedachterweise um dich herum verstreust. Und es ist es mit dem Punkt so unheimlich, mit dem absoluten Mittelpunkt. Nekut. Jetzt müssen wir uns das hebräische Wort für Punkt anschauen. Das können wir dann in allen Möglichkeiten durchspielen. Wir können natürlich auch, wie ich nochmal sage, der Punkt, die Funktion des Fungieren, da kommen die Funktionen her. Was ist eigentlich eine Funktion? Eine Sinusfunktion. Es ist der Einheitskreis, wo alle Möglichkeiten, Blickwinkel gleichzeitig da sind, wo ich jetzt eine gewisse Abfolge von Blickwinkel in einer chronologisch-raumzeitlichen Form auftrage, ausgedachterweise, die aber innerhalb des Einheitskreises, innerhalb von dem absoluten Mittelpunkt, immer hier und jetzt sind. Und es ist, du brauchst keinen Intellekt, um zu verstehen, wenn ich sage, egal was du siehst, was du denkst das jetzt und es ist hier deine Information. Und solange du das nicht akzeptierst, immer wieder den zweiten, dem dir anerzogenen Programm auf den Leim gehst, wirst du leiden. Du Geist wirst leiden und du wirst Angst haben, du wirst ums Überleben kämpfen, du wirst versuchen, das, was du zu sein glaubst, wenn du an dich denkst, am Leben zu halten, obwohl es doch so offensichtlich ist, dass der Körper schon wieder weg ist, wenn du ihn nicht mehr denkst. Egal an was du denkst, du bist immer dieselbe rote Ich. Und jetzt kommt Theorie und Praxis. Das ist übrigens in Amerika das große Problem. Diese Extreme, diese Wahl hat ja einen ganz, ganz tiefen Grund. Was es hier eigentlich geht, es geht nicht um ein Drum oder ein Bieten. In mir ist das geöffnete Existenz, das Urteil. Das ist Bieten, beiden, Bieten. Zwei Urteile. Du musst es da Drum, man kann das alles. Es sind Märchenfiguren, die eine ganz, ganz tiefe, einen ganz tiefen Sinn in dieser Geschichte geben, wenn du auf die Metaphorik achtest, auf die Metaphern achtest. Was das Erste ist, was du merken solltest, ist, dass die Wahl ja sehr knapp war, fast 50-50. Und die Schwierigkeit ist, dass man ständig meint, eins davon wäre richtig. Für die einen ist der Drum die Gesundheit, für die anderen ist der Biden, der beiden die Gesundheit. Und er meint, dass dann, wenn der oder der ist, dann wird das alles heil. Heil sind beide gleichzeitig. Das ist wie Wellenberg und Wellendorf. Das ist die Heiligkeit. Und in Deutschland haben wir zurzeit Corona-Befürworter und Corona-Gegner. Und jeder ist vollkommen logisch. Jedes Argument, wo jeder vorbringt, wird vom anderen widerlegt, weil die gar nicht mehr zuhören. Ich sage immer wieder, wenn ich jetzt was erkläre, wenn das einer nicht hören will, dass da kein Geist ist. Das Programm arbeitet schon, wenn du zum Reden anfängst, hört er gar nicht mehr zu, sondern was er mir dann, wenn ich zum Reden aufhöre, entgegenschmeißt. Es zählen keine Argumente und alles, was welche als Beweise vorlegen, ich könnte so viel dazu sagen, wie fehlerhaft das ganze Denken ist auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Beiden. Auf beiden Seiten. Gut aufgepasst. Das sind Vorstellungswelten. Es ist so unendlich sinnlos. Aber das geht erst ab einem gewissen Alter, weil du musst ja deine Rolle weiterspielen. Darum sage ich, ich würde jetzt nicht sagen, geh nicht zum Arzt, ich sage, geh nicht auf eine Demonstration. Wenn das auf deinem Drehbuch ist, bleibt dir sowieso nichts anderes über. Das Schöne ist, wenn man jetzt dann in die gewisse Reife kommt, Helga. Ja. Ich sage immer wieder, erste Wachstumsstufe, zweite Wachstumsstufe, These, Antithese, dritte Wachstumsstufe. Da sind wir so oft drauf eingegangen, jetzt kommt die große Synthese. Das ist das, was ich dir erkläre. Das kannst du an 20, 30-Jährigen nicht erklären. Wenn ich jetzt unseren Moritz ausdenke. Oder ich denke mir, jetzt blätter ich zurück mein Jahr im selben Alter mit 20 Jahren.
Wie oft habe ich erzählt, jetzt diese ausgedachte Figur, Märchenfigur Jan, dieser Protagonist, das passt dir nicht, wenn ich sage, wenn du nicht mindestens 40 Jahre alt bist, kannst du sowieso nicht verstehen. Das, was ich dir versuche zu erklären, was du bist, kannst du dann zwar nachplappern, ich bin bloß Geist, aber da ist noch so viel Welt und Lernprozesse und Rechthaberei in dir drin. Es ist ein mühseliges Unterfangen. Und dieses simple, kindgerechte Beispiel, was du irgendwann einmal merken, das ist das Wertvollste, was du besitzt. Wenn ich sage, halt die Hände vor dich hin und mach die auf und zu. Hast du das Bedürfnis, deinen Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie ihnen das jetzt tun lässt? Du bist doch der, der die in dem Moment erschafft in sich, wenn du dran denkst. Ich könnte jetzt sagen, mach, wo waren jetzt die ganze Zeit deine zwei Hände, deine Finger? Schau mal in dich rein. Die Antwort ist ganz einfach. Die haben nicht existiert, bevor ich jetzt das nicht angesprochen habe. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Jetzt schau mal bitte in dich rein, dieses Programm, das in dir läuft, inwieweit dir das noch suggeriert, die sind doch trotzdem da, auch wenn ich nicht dran denke. Und genau diese Programmierung, dieser Glaube, das ist die Falle. Und der Jesus hat ja schon existiert, bevor ich ihn ausgebe, bevor es mich gegeben hat. Aber was denkst du, wenn du an mich denkst? Wieder an einen Säugetierkörper, einen sterblichen Säugetierkörper. An was Existierendes. Alles, was existiert, existiert jetzt. Es kommt aus dieser großen Einheit, Creatio ex nihilo, die Wahrheit und Fluktuationen in der Physik. Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass irgendwas, was irgendeine Figur in einem Traum behauptet, nicht stimmt. Egal, was einer behauptet, es ist wirklich meine tiefste innere Überzeugung, dass jeder, egal was er äußert, für eine Vorstellung hundertprozentig recht hat. Ja. Jetzt denken wir wieder an unseren Wipperzahl im Weißenburg. Einer sagt, ich sehe 200 Gesichter. Was ist jetzt in dem Raum? Was ist in dem Kopf? Der andere sagt, nein, ich sehe die meiste Zeit bloß ein Gesicht. Das hat auch jeder recht. Es sind nur unterschiedliche, komplexe Perspektiven. Was ist das heilige Ganze im Hintergrund? Was ist die Ursache für das? Das innerste Zentrum, der Mittelpunkt, ja, aus dem alles entspringt, der ist ein absolutes Nichts. Oder müsste man durch das abbeschwimmen, der schöne Zufall mit dem UB, AB, UB, dass mir das ja gleich ausspricht. Dann kann ich dir eine Absolution erteilen. Da müssen wir jetzt natürlich wieder wissen, was ist eine Solution, Absolution. Da müssen wir die Sprache verstehen, die man meint zu verstehen und die so entheiligt, so unendlich entheiligt wird durch einseitige Auslegung, bis hin zum Krebs. Und dann die ganzen Selbstlügen der Zahlen. Diese schönen Tabellen, die man natürlich auch wieder aus dem Internet heraus hat. Es ist hundertprozentig sicher, Beispiel, seit 30 Jahren predige ich, umso mehr Ärzte wir haben, umso mehr steigen die Krankheiten, weil die immer mehr eingeredet wird. Jetzt zum Beispiel mit Corona, dieser Riesenanstieg an Corona, ist einfach nur eine Zahl. Ja. Was man da außer Acht lässt, ganz einfach, ich mache jetzt nur eine Seite, nicht, dass du sagst, das stimmt ja gar nicht, weil du sofort wieder Gegenseite machst. Ich soll jetzt ganz betonen, ich sage eine Seite, dass hier ganz extrem mehr Corona-Tests gemacht werden, wie vor einem halben Jahr. Extrem mehr. Jetzt müssen wir aber wissen, dass unheimlich viele, und das ist das Schöne immer wieder bei der Medizin, ich habe jetzt wieder die neue Apothekerzeitung, das ist auch ganz große, große Überschrift, so und so viele Menschen haben die und die Krankheit und die wissen das gar nicht. Die werden es auch nie erfahren, wenn sie nicht zum Arzt gehen. Ja, so ist es. Die wissen das ja gar nicht, dass die das haben. Aber wie sieht es, wenn du mal begreifst, dass in einem Menschen rot geschrieben alles drin ist, ja. Aber zu sehen bekommt er bloß das, was er weiß, was er sich ausdenkt. Das ist meine Metapher in der Transversalen. Bist du jetzt bloß fokussiert auf ständig wechselnde Bilder oder machst du dir schon Gedanken, was glaube ich eigentlich, was ist der Hintergrund, das wäre das, was im Arbeitsspeicher ist? Wo habe ich das her aus meiner Festplatte und wo hat die Festplatte das her aus dem Internet, aus dem tiefsten, innersten Punkt, aus dem Dehom? UB El Hayom, Gott, das Absolutum. Der Deum aus der tiefsten Tiefe, wenn es in mir auftaucht in den Schichten. Es ist alles in dir drin. Wenn es nicht in dir drin wäre, würdest du es nicht sehen und wenn du träumst, kommt es aus dir. In einem Traum kommt nichts von außen, in einem Träumen im Geist. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. B-I-L-E-T-R, die Bilder im Kinderweg hebraisiert. Wer hören kann, der höre.
Und solange du noch glaubst, ein Ding zu sein, das du dir ausdenkst, siehst du ständig Sachen aufgrund dieser Filterprogrammierung, die eigentlich gar nicht da sind. Dreht sich die Tänzerin jetzt rechts oder links rum? Was für Tänzerin? Siehst du jetzt Menschen vor dir? Sind es Menschen? Das ist ein Photon im Fluch. Ja. So, nein, es ist ein Monitor mit einem Fleck drauf, wo sich der Fleck nicht einmal von rechts nach links bewegt, so wenig wie sich jetzt mein Finger von rechts nach links bewegt. Weil da gar kein Finger nicht da ist. Es ist ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Das ist der Weg in die Freiheit, sich jeden Moment bewusst zu machen, was ist jetzt da. Was siehst du eigentlich, wenn du eine Zeitung anschaust? Jetzt könnte ich wieder sagen, geh in das Selbstgespräch, die Physik im Nullpunkt Gottes. Sehr tolle Überschrift in Bezug auf das, was ich gerade gesagt habe. Und da geht es ziemlich an dem Ende und du kannst auch Wikipedia-Eintrag machen. Was ist eigentlich eine Illusion? Was ist eine Halluzination? Ist genau definiert. Du wirst von mir nie hören, dass da irgendwas nicht stimmt. Es sind Illusionen, die du erschaffst, wenn du Dinge siehst in deinem Kopf, die jetzt überhaupt nur deshalb existieren, weil du sie denkst. Was passiert, wenn du eine Zeitung liest? Was passiert, wenn du vom Fernseher sitzt? Der Fernseher ist keine Illusion, das ist eine sinnlich wahrgenommene Information, sinnlich wahrgenommen deshalb, weil sie auf deiner VR-Brille in Erscheinung tritt. Wenn deine Brille jetzt der VR-Brille ist. Aber das Außen macht dir kein Bild von irgendwas da draußen. Für einen bewusst träumenden Geist gibt es kein außerhalb seines Geistes. Er kann sich was ausdenken gedanklich, er kann Gedanken, die er hier und jetzt denkt, um sich herum in Raum und Zeit verstreuen. Aber er wird nicht einen Moment, einen Augenblick vergessen, dass es hier und jetzt ist. Und sobald du jetzt in der Physik anfängst mit diesen Abermilliarden von Sternen und Sonnen, wenn wir uns das anschauen, und es ist ja so schön, wenn ich jetzt die Worte nehme, jeden Satz anhalte und wir schauen uns die Worte genau an, ist alles richtig, was er sagt. Das Problem ist, welche Vorstellungen erzeugst du aufgrund dieser Worte? Gibt es so eine Szene, wo jetzt gerade zum Beispiel hier mit dem Punkt, den er sich ausdenkt, wenn der Punkt, die Lichtwelle sich auf dich zubewegt, dass dann hier von der Blauverschiebung gibt und wenn sie sich wegbewegt, dehnt sich das, dann kriegt das sind, das kannst du nicht entdecken, das stellst du dir vor, weil du so programmiert bist, kannst du die Bilder machen. Das ist wie ein Computer, ich kann es nicht oft genug sagen. Die Daten, die Software und das Programm bestimmen die Bilder, die auftauchen. Und das nichts anderes ist, das, was du bisher Mensch genannt hast, ist einfach nur in einem gewissen Maß ein Computer, eine Siri, wo eine Programmierung drin ist und das, was auf dem Bildschirm auftaucht, das, was du dann wahrnimmst selber, steht und fällt mit den Daten, mit der Logik, mit den Programmen, mit denen du läufst. Und die sind austauschbar. Darum sage ich, mach dir die anderen Programme und die anderen Betriebssysteme zu eigen. Holofeeling ist allumfassend. Ich sage, das ist ein Computer, egal was du eingibst, das läuft und der sagt, das ist richtig. Brauche ich, stimmt. Was meinst du, was du für einen unendlichen Frieden kriegst, wenn du den Punkt hast? Und dazu brauchst du nicht einmal intellektuelles Wissen. Es reicht, die Demut zu akzeptieren. Hätte ich jetzt den Intellekt dessen, über den ich mich so gnadenlos aufrichte, weil der so dumm und so blöd ist, dann wäre alles, was der behauptet, wäre für mich vollkommen logisch und alles, was ich jetzt als logisch anziehe, wäre dann genauso hinderlich. Erst wenn das die beiden jetzt ausgedachten Parteien in Form von ausgedachten Geistesfunken, wenn die das begriffen haben, können die aufeinander zugehen und eins werden, was sie eigentlich schon sind. Weil die zwei ausgedachten Geistesfunken ja auch wieder von einem Geist ausgedacht. Das ist das, wo ich sage, der vom Bücherregal und der jetzt ganz bewusst weiß, der liest das Buch und der liest das Buch und der liest das Buch. Ja. Anders ausgedrückt, ich habe dieses Programm, mit dem Programm mache ich diese Vorstellungen, diese Welten, das suggeriert mir das auf dem Bildschirm, dieses Programm suggeriert mir das und dieses Programm suggeriert mir das. Aber der, der es erlebt, das bin ich. Jetzt erhebst du dich dann langsam über die Programme und dann wirst du JCH, dann wirst du ich. Ja, Mund halten können. Das Leben kriegt eine vollkommen neue Qualität. Und was du überhaupt nicht mehr haben wirst vor der Auflösung. Das ist, wo ich immer sage, jetzt unsere Helene, ein Riesenvorbild, wie sie umgeht mit der Toni-Geschichte. Du kannst dann immer wieder nur dich selber beobachten, dass das begriffen ist, jetzt
Marion-Robbie-Geschichte unten, dass das begriffen ist, das brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das wäre traurig, wenn das nicht begriffen wäre, aber ist es schon verstanden? Wenn es verstanden ist, dann ist es komplett vom Tisch, dann verliert solche Gedanken man gar nicht mehr auftauchen. Das, was du hast jetzt in der Familie, Robbie, sind immer noch Spiegel oder Marion, jetzt innerhalb dieser Konstellation von Intellekten, Programmen, sind immer noch Spiegelungen von deinem tiefsten inneren Zweifel. Muss man sich eingestehen. Ich sage immer wieder so eine Sache. So, und jetzt mache ich Schnipp, jetzt denk wieder an deine zwei Hände und an die Finger an den Händen. Wo waren die ganze Zeit? Die haben nicht existiert. Jetzt sind sie wieder da, zumindest als Gedanke, oder du spürst die dann auch. Wohlgemerkt, ich rede jetzt mit dem Geist, der jetzt vor dem Computer sitzt. Der Geist sitzt nicht vor dem Computer, sondern der du zu sein glaubst. Und ja. Jetzt schau in dich rein, inwieweit ist noch der Glaube, hast du das schon vollkommen ausgetauscht, dieses Prinzip des ewigen Hier und Jetzt mit dem ständigen Wechsel. Und dann wirst du, wenn du wirklich wertfrei schaust, wirst du dir eingestehen, nee, in meinem Alltagsbewusstsein, wie ich das nenne, das 0815-Bewusstsein, ist es noch da. Und das spiegelt sich im Raus mit euren Verwandten, die sagen, ja, wir haben ja kein Problem damit, das ist eine Selbstlüge. Weil wenn ihr kein Problem mehr hättet, würden eure Verwandten um euch herum das gar nicht registrieren. Weil dann hättest du auch begriffen, dass das eh bloß KI sind, Reaktionssysteme, auf die du sowieso nicht mehr achtest. Das löst sich wirklich auf. Passiert im ganzen Leben, das Selbsterkenntnis, das Leben ist ein Selbsterkenntnis, ein Erkennungsprozess von sich selbst, sich erkennen, dass man nichts ist. Übrigens, gerade die Aufzeichnung ist gerade auf 1:11:11 umgesprungen. Wollte ich bloß nebenbei, 1:11:19 haben wir gerade gehabt. Bildest du mit dir selber, ich garantiere dir, als der ich wirklich bin, das ist nicht der Udo, du wirst von deiner Auflösung so viel mitbekommen, wie von deiner Geburt. Du wurdest nämlich niemals geboren und du wirst niemals dich auflösen. Das, was geboren wird, sind deine Gedanken und die lösen sich schon mit nächsten Gedanken wieder auf. Es ist nicht schlimm, ein absolutes Nichts zu sein, weil man dann auch erkennt, dass man alles ist, was in einem auftaucht. Das Meer, der immer ist, El Hayom, ist all seine Wellen, aber nicht irgendeine bestimmte Welle davon. Und all diese Wellen, jetzt können wir das ins Internet nehmen, das Internet ist alles, was prinzipiell in einem Computer in Erscheinung treten kann, befindet sich in dem Internet. Das ist der innerste Punkt. Das ist übrigens das Net, wenn wir das E-Quadrat als rot nicht existierend rausschmeißen, haben wir NT. Das Seine, immer Seine, rot gelesen, das ist das Gag-Ebene. Die Ebene. Aber sobald wir uns eine Ebene ausdenken, brauchen wir immer einen Hintergrund, was nicht eben ist. Das ist halt das Spiel der Gedankenwellen, die dann irgendwann nochmal die 16 Seiten waren, wo ich immer, das muss wirklich verstanden werden. Und das ist ja auch schon, wo wir 16 haben, sind dann 32. Und sobald wir uns 32 immer an das Dia positiv und Dia negativ denken, haben wir 64, das ist jetzt der Stand unserer Computertechnik, sind wir bei 64 Bit. Und dann kommen wir zu 128 Bit. Das ist nicht kein Zufall, dass Computer genau diesen Aufbau haben. Das ist die Entwicklung des Geistes. In den 80er Jahren sind es meistens 8-Bit-Rechner gewesen. Das explodiert. All das hat einen tiefen symbolischen Sinn. Und das ist, die Welt ist zurzeit in Bewegung. Ich sage, wir sind in der Endzeit. Was wichtig ist für dich, Geist, der jetzt das träumt, was soll mir das sagen? Das allererste, hör auf, in irgendeiner Form mit einer Einseitigkeit parteiisch zu sein. Egal, ob das eine politische Strömung ist, eine Partei ist, ob es eine Sekte ist, ist jetzt ein Christ eigentlich, ein Katholik, ein Zeuge Jehovas, ein Protestant? Das sind keine Christen. Das sind einfach nur programmierte Sektenzombies, die Feindbilder bekämpfen bis zum Es geht nicht mehr. So schön jetzt zu sehen in den amerikanischen Wahlen. Die Hardcore-Evangelisten. Die Evangelisten. Fanatiker,
Das ist ein schöner Film gelaufen, hier mit Waffen hinten drin. Ein Pastor, der in die Kirche geht, und bevor er in die Kirche geht, tut er hinten seine Waffe hinten reinschieben, weil er sagt, ich brauche die, um meine Schäfchen zu beschützen. Und versucht es bitte nicht in irgendeiner Art und Weise, irgendeiner Figur, irgendeinem Gedanken von dir zu erklären, dass das nicht stimmt. Und der Schmutz natürlich, ich weiß jetzt, viele deutsche Programme, wenn du sowas siehst, dann schmunzeln die natürlich drüber, das sind ja Wahnsinnige. Das ist der Spiegel deines eigenen, das Spiegelbild deines eigenen Wahnsinns. Mach dir mal Gedanken, in welchen Einseitigkeiten du drin hängst. Weil dir das vollkommen logisch erscheint, kriegst du das ja nicht mit. Du siehst ja bloß immer die Sachen, wo du resonierst, wo dir unlogisch erscheinen. Aber jetzt kann ich immer wieder sagen, wenn du ein Baby bist, mein Schwamminhalt, und du wächst in so einer Familie in Amerika auf, dann bist du derselbe Fanatiker. Ja. Siehst du, dann müssen wir gleich wieder einen Engel dazu holen, der das dann in irgendeiner Art und Weise eh schon alles weiß. Alles in uns. Wo kommt es her? Du musst jetzt einfach schauen, wenn du diese Aufnahme siehst, egal wer du bist, du wirst ganz Bilder, du wirst auf Bilder reagieren. Jedes Bild ist ein Reizauslöser in dir, wo du mit deiner Programmstruktur, mit deiner Logik sofort eine Reaktion zeigst. Und diese Reaktion verändert deine Information. Aber genau diese Reaktion ist dann auch schon wieder ein Reizauslöser für die nächste Reaktion. Weil der Einzige, der in dir tätig ist, der etwas tut, das ist der Geist, der denkt. Das ist Denken. Und Denken, das in dem Wort Gedenken, das Sege, das Männliche im Hebräischen, der Adam, die eine Hälfte, die geistige Hälfte von dem träumenden Adam. Der Adam ist ein träumender Geist, Sege wie eine Körper, männlich und weiblich. Das Mann, Licht, und das Weib, das Weißlicht. Ich weiß. Weiß, scharfes S, Weib. Die Logik. Die Lampe im Projektor und die flackernden Lichter auf der Leinwand. Das sind die ausgedachten Punkte, die ausgedachten Zentren. Das ist alles nur Symbolik, das sind Märchengeschichten. Märchen sind das Wertvollste, was du hast. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es gibt nichts Wertvolleres. Wenn du ein einziges Märchen, ein allereinziges, wirklich in der Metapher vollkommen verstanden hast und akzeptierst. Ich mache einmal eins. Des Kaisers neue Kleider. Was unterscheidet jetzt, pass auf, nur die Worte des Kaisers neue Kleider, ist im Hintergrund ein Komplex, eine Geschichte. Was unterscheidet das von der Aussage, ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht? Ja. Weißt du, dass das für jeden religiösen Menschen gilt, dass das für jeden Esoteriker gilt und schon allen voran für jeden naturwissenschaftlich geprägten Atheisten? Du siehst das einmal, wenn du was siehst, eine Information von dir. Ja. Wenn es nämlich keine Information wäre, würdest du es ja gar nicht sehen. Wo befindet sich diese Information? Irgendwo da außen? Ja, du bist ja so felsenfest davon überzeugt, dass alles, was in dir auftaucht an Gedanken, dass das von außen kommt. Ich wiederhole immer dieselben Sätze. Wie unendlich entgeistigt, entgöttlicht hast du dich, wenn du meinst, dass du mit dem, was du denkst, wenn du mit dir allein bist, dass du mit den ganzen Sachen, die du dir aus dir herausdenkst und um dich herum verstreust, obwohl es ja nur deine Gedanken sind, dass du mit dem Zeug überhaupt nichts zu tun hast. Weil du ja hundertprozentig sicher glaubst, dich wähnst, dass das Zeug, das du dir ausdenkst, auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst. Oder noch viel schlimmer, dass Gedanken, die du dir in die Vergangenheit denkst, schon da waren, bevor du sie gedacht hast. Jetzt frage ich dich, wer ist eigentlich der Wahnsinnige? Das Pixelmännchen oder das, das jetzt behauptet, oder du selbst? Wer ist der Wahnsinnige von uns zwei? Der, der das ausspricht, was du, Geist, hier und jetzt sofort überprüfen kannst, oder der, der Sachen glaubt, die er nicht einmal überprüfen könnte, wenn er wollte? Und immer die Floskeln nachplappert von diesen geistlos tierisch nachäffenden Professoren, das ist bewiesen, das kann man beweisen. Wir Physiker wissen ja. Was ist dein Wissen? Geistlos nachgeäfftes Wissen von Affen. Dass ich mir da keine Freude unter deinesgleichen, ich meine jetzt unter deinesgleichen, was du zu sein meinst, Affe unter Affe, dass ich mir da keine Freunde mache, ist das vollkommen klar.
Es hat mich nicht nur einmal das Leben gekostet. Das letzte Mal bewusst gestorben, mit Angst, bin ich am Kreuz. Und alle anderen Male habe ich bloß gelächelt. Und dann kann ich wiedergeboren werden. Ich kriege eins in die Fresse, sagt der Hesse. Und dann kann ich wiedergeboren werden und wieder ein Weibchen begatten und lachen und lachen. Ein Weibchen begatten, wieder eine Logik vollkommen machen. Nämlich das dann mal in der neuen Kanal. Mhm. Begegne deinen Gegenüber mit Liebe. Meine Botschaft an die Familie der Neugebauers. Ihr könnt es weglächeln. Es ist eine Spiegelung deiner eigenen Angst, deines eigenen Zweifels. Ich könnte mir jetzt eine Ruth-Familie ausdenken. Wenn sie sagt, ich liebe meine Familie, jetzt eine gedachte Figur, auch ein Charakter. Ich sage, lieb sie doch. Lieb sie so, wie sie sind. Versuch sie nicht zu missionieren. Mach dir die Begrenztheit bewusst. Es ist auch noch deine eigenen Spiegelbilder. Es löst sich auf. Du brauchst nur Geduld. Es zieht sich oft chronologisch gedacht über Jahrzehnte, bis die Verwandlung passiert. Aber du musst hartnäckig sein. Und Jahrzehnte sind im Vergleich zur Ewigkeit nichts. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und der Tag besteht aus unendlich vielen Momenten. Der Tag ist heute. Es gibt nur heute. Und ich kann heute an morgen denken und an gestern, an übermorgen und an vorgestern denken. Aber ich denke es heute. Es ist hier und jetzt meine Information. So einfache, unendlich einfache Sätze. Und du wirst das dann mal mit den Sätzen lernen, dass diese Menschen um dich herum, diese vernunftbegabten Menschen, nicht in der Lage sind, diese einfachen Sätze zu akzeptieren, weil sie ja hundertprozentig wissen, dass es anders ist. Wieso, wie es ist. Es ist angeblich anders, so wie es ist. Das, was ist, ist ein ständiger Wechsel von Informationen, wo immer nur das existiert, die Form existiert, die du Geist als träumender Geist im Moment annimmst, die du anschaust. Und für den nächsten Gedanken musst du den bestehenden Gedanken wieder opfern. Okay. Der Schöpfer steckt in dem Wort Schöpfer, Schienopfer, die Welt, Brandopfer, B-Rand, polarer Rand, das ist die Welt der Gedanken. Das ist keine Esoterik, das ist göttliche Weisheit. Und jetzt haben wir wieder mehrere Möglichkeiten, wenn du jetzt älter wirst und du wirst dann ein bisschen geschlagen mit einem Schlaganfall. Das ist Schin-LG, hast du schon mal nachgeschaut, was das bedeutet? Dein Schlag, Robby. Ja, klar. Was ist Schin-LG? Das logische Licht deines Geistes ist es rot geschrieben. Es ist aber auch das logische Licht vom Gehirn. Dann kommt der Schelleck, dann kommst du zum Schnee. Schnee sind kleine Kristalle. Ich weiß. Aber der Schnee wiederum hebraisiert Schin und He, ist es Tun, das Machen, das Handeln. Heißt auch wiederholen und lernen. Und es wiederholt sich. Und es wiederholt sich bis zum Erbrechen, bis du dann irgendwann nochmal zum Lamed kommst. Das hast du nämlich auch lernen. Das Lamed-Lernen, das Wort Lamed heißt auch Lernen, die 30, ist ein anderes Lernen wie das vom Shin und He, vom Wiederholen Lernen. Das eine ist der Hamster im Laufrad, der es begriffen hat, weil er noch im G-Reifen, im Reifen ist, in einem Reifezustand, in der Welt der eigenen Spiegelungen, dass du das irgendwann nochmal begreifst. Und das Lernen von Lamed ist der Ochsenstachel. Das Zentrum, Kendron. Der Stachel wiederum, nochmal Zentrum, griechisch Kendron heißt ja nicht Mittelpunkt, sondern Stachel. Der bewusst immer seiende Ach, Brudergott. Ja. Ich bin der Stachel im Fleisch. Ja. Weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Wenn du das jetzt wirklich nachvollziehen konntest, was ich gesagt habe, bist du einen ganzen Schritt weiter. Ich bin der Stachel in deinem Fleisch, der Finger in deiner Wunde. Ich bin nicht gekommen, um die Liebe zu bringen. Ich bringe dir das Schwert, dass du dich abschneidest, dass du aufsteigen kannst in eine höhere geistige Ebene. Was du so und so tun wirst, aber ich zwinge dich nicht dazu. Das ist der Akt der Freiheit.
meine Sache mit dem Weidezaun, der elektrische Weidezaun, das sind all diese Wissenselemente, die du nicht opfern willst, bis hin zu deinem physischen Körper, den du versuchst, möglichst lange am Leben zu halten. Ich kann es mir nicht verkneifen, dich nochmal darauf hinzuweisen. Ich sage, du bist zurzeit bei eigener Definition nur ein Affe, ein sterbliches Säugetier. Es ist nicht mein Glaube, es ist das, was du glaubst. Ich weise dich darauf hin, dass du das nicht bist. Du bist Geist von meinem Geist. Warum versuchst du dann immer noch das, was du zu sein glaubst, möglichst lange am Leben zu halten? Es ist ein vollkommen sinnloses Unterfangen. Einen Enosch, per Definition hebräisch Mensch, sterblich, unheilbar, krank am Leben erhalten zu wollen. Kannst du einen Säugling am Leben erhalten? Merkst du die Ebenen, der Ebenenwechsel, dass der Mensch, der das Leben immer gleich bleibt, egal welchen Körper er sich zuspricht, innerhalb der Geschichte, dass der Mensch sich, der Geist, der Leser, wie ich das nenne, auf einer höheren Ebene gar nicht verändert? Es ist nicht der Sinn, auf einer Seite stehen zu bleiben und dann mal weiterzulesen, weil ich immer wieder dasselbe wiederhole. Täglich grüßt das mal mit dir. Auf der anderen Seite willst du ja weg, ich will ja raus, aber du lässt nicht los. Ich sage, lass doch einfach los. Was ist loslassen? Lass den Film laufen, spiel deine Rolle wie ein Schauspieler und fang nicht an, irgendwelche Aktionen moralisch zu werden. Jetzt sind wir wieder beim Moser, beim hebräischen Wort für Moral. Angeber, Denunziant und Schwarzmaler. Moralisten sind Angeber, die jeden denunzieren, der nicht ihrer Meinung ist. Magst du das nicht auch? Was ist, wenn du jetzt die Rolle eines Arztes spitzt und sagst, mach dir doch einmal ganz selbst ehrlich bewusst, warum du das magst, was du magst. Magst dir bewusst, du kannst die anderen belügen. Das Ego belügt dich selbst, dich Geist, aber mich kannst du nicht belügen. Du lebst in einer Welt von Selbstlügen. Ich bin ja so gut, ich bin ja so hilflos. Nichts davon bist du. Du bist einseitig gut. Wir gehören ja zu den Guten. Meint es nicht jeder? Meinen nicht die Rechten, dass die gut sind? Meinen nicht die Linken, dass sie gut sind? Meinen nicht die, die jetzt auf die Straße gehen und sich total aufregen, wenn welche keine Gesichtsmasken tragen, dass die die Guten sind? Meinen nicht die, die auf die Straße gehen, weil sie gegen diese Scheiße demonstrieren, dass sie die Guten sind? Das Einseitige, gut ist einseitig, es ist unvollkommen. Genauso unvollkommen ist das, was du Gesundheit nennst. Weil ihr keine Ahnung habt, was Heiligkeit bedeutet. Heil sein. Hier und jetzt. Immer. Unveränderlich. Immer dasselbe rote Ich. Mein ganzes Leben war ich noch nichts anderes. Und da ich du bin, bist du auch nichts anderes gewesen. Ein Geist, der ein Leben durchlebt. So wie man ein Buch liest, so wie man einen Film anschaut, so wie man als Protagonist in einem Videospiel auftritt. Das ist eine Brillenwelt, eine Traumwelt darstellt, wo man selber den Joystick in der Hand hat und bestimmt, wo man hinschaut und wo man hingeht. Was man dann aber doch wieder nicht bestimmt, weil es bestimmt die Logik, die mich antreibt. Der, der am Joystick sitzt in einem Videospiel und reagiert oder da hinschaut und da hinschaut oder da hingeht, der sucht sich das nicht raus, wie er reagiert. Das macht die KI. So wenig wie unsere kleine Siri am Anfang sich in irgendeiner Form die Antworten sucht, die sie auf deine Fragen dir gibt. Sie sind programmiert. Und ich sage nochmal, da kann ich jetzt hier ein Physikprogramm reinmachen, ein Philosophieprogramm, und wenn du zu einem Arzt gehst, weil der, das ist eine Siri, die antwortet dir in der Maßsetzung der Programmierung, Schwanninhalt. Und wir haben doch festgestellt, jetzt chronologisch bewusst gedacht, zu allen Zeiten haben die Professoren was anderes erzählt, weil ihre Professoren ihnen was anderes programmiert. Zeit ist immer jetzt. Es erscheint immer das richtig, so wie du programmiert bist. Was soll dir ein Programm, einem logischen System, denn logisch erscheinen wie die eigene Logik? Alles, was der eigenen Logik widerspricht, ist zwangsläufig unlogisch. Holofeeling ist eine allumfassende Logik. Weil jede Art von Logik, jede Art von Denksystem, Glaubenssystem, politisches System ein Puzzlestückchen von Holofeeling sind. Drum ist Holofeeling auch nicht besser wie andere Denksysteme, weil es hebt sich jetzt auf, weil dann, wenn es besser wäre, wäre es nicht schlecht und dann wäre es nicht vollkommen. Wird schon in Holofeeling für neugierig in der Schrift genau erklärt. Es ist ganz anders. Es ist vollkommen. Es ist anders. Anders ist besser, sagt der Film.
beim täglichen Lichtsmoment mit dir. Egal wie es ist, anders ist besser. Genau. Alles, was zurzeit noch in dir auftaucht, ist nicht wirklich anders. Es ist immer dasselbe Geplänkel. Es tauscht sich nur aus, um was gestritten wird. Und das irgendwann wirst du müde werden, auf dich einzuprügeln. Irgendwann wirst du müde werden an diesen Glauben, an diesen einseitigen Glauben, den du meinen Glauben nennst. Das ist nicht dein Glaube. Es ist der Glaube deiner Lehrer und deiner Erzieher. Stimmt oder stimmt? Genau. Und den äffst du nach. So wie deine Lehre ihre Lehre nachgeäfft haben. Und jetzt haben wir das Problem mit dem Ei und mit der Henne. Was war zuerst da? Die Frage stellt sich nicht mehr, wenn es bloß jetzt gibt. Kleines, du hast dich rausgeschmissen. Ja, ich habe den Anruf von Helene angenommen und war so naiv zu glauben, dass das automatisch, dass die Helene zugeschalten wird. Nein. Das hast du machen müssen. Wahrscheinlich Anruf teilen. Ich war einfach so grünes Licht und jetzt. Das, was jetzt passiert auf dem Bildschirm, passiert in dir. Und schau jetzt bitte dein Wertesystem an, was du dir ganz felsenfest logisch einredest, wieso jetzt das so ist, wie es ist und wann das passiert ist und wer das ist und wo die sind, wenn du die kennst, wenn du sie nicht kennst. Es ist ein reines Interpretieren einer Information, die jetzt, wenn du wertfrei schaust und du schaust nur, was jetzt ist, denk wieder an des Kaisers neue Kleider. Du sollst nicht irgendwelche Interpretationen in deiner Logik anschauen, sondern nach wie vor. Es ist immer noch der Monitor, für die sind immer noch exakt, ich sage jetzt bewusst, dieselben Lämpchen. Es ist immer noch derselbe Lautsprecher, den du dir jetzt ausdenkst, der natürlich nicht existiert, wenn du ihn nicht denkst, genauso wenig wie die Lämpchen für dich nicht existieren, wenn du nicht daran denkst, obwohl die ja da sein müssen, sonst würde ja der Monitor kein Bild nicht abstrahlen. Strahlt jetzt da eigentlich irgendein Monitor, irgendein Lämpchen, ein Licht ab, das zu dir hin in dein Auge reinfliegt, wenn du auf eine Brille aufhast? Wie viel Licht strahlt eigentlich ein Monitor ab, der von der Farbbrille in Erscheinung bringt? Überhaupt keins. Die Zäpfchen in deinen Augen, das sind die Lämpchen, symbolisch gedacht. Und du bist der Computerchip, der dich ansteuert, von innen. Du bist ein träumender Geist, da außen ist nichts. Das wird in der Schöpfungsgeschichte in der Tora beschrieben. In der Genesis. Nichts anderes. Das Wissen ist schon immer da, es war schon immer da und es wird bis in alle Ewigkeit da sein. Es ermöglicht unendlich viele Variationen von Informationen. Die Variationen von Informationen wiederum hängen ab von der Logik, die du zum Denken benutzt. Und die bauen wir mit Holofeeling gewaltig aus. Das ist wie beim Computer. Umso komplexer das Betriebssystem mit den Möglichkeiten wird, die Grafikkarte, umso komplexer werden deine Weltvorstellungen. Ich sage, alt. Das, was du zurzeit schon als Information zu sehen bekommst, Betonung liegt auf Ehe auch, vereinige dich damit, es wird es ohne dich nicht geben. Es gibt keine Traumwelt ohne einen träumenden Geist. Es gibt keine Gedanken ohne einen Denker. Wobei jetzt immer der Denker und der träumende Geist ein Symbol für das Immerseinende ist. Das ist unveränderlich. Dass das diese gigantische Welt, ich habe das so oft gesagt, wenn du jetzt dich in Bewegung setzt, in deinen Traum und eine Weltreise machst, Flora und Fauna, Charaktere, Großstädte, egal was du aufschmeißt, das ist alles jetzt schon in dir drin. Es ist wie in einem Videospiel, wie in GTA. Es hängt von der Welt deine Interessen ab. Jetzt wird natürlich deine Logik wieder sich einmischen. Ich würde es ja alles gern machen, aber dazu brauche ich ja Geld. Das Geld ist eine Sau. Du brauchst einen freien Geist. Und du brauchst den tiefen Glauben am Wunder und am tiefe Glauben, dass da etwas in dir drin ist, das viel, viel mächtiger ist, wie alles, was du dir ausdenkst. Das ist dein eigener tiefster innerer Kern. Und das sollst du dir jetzt nicht beweisen, weil dann kannst du die Motivation wieder sehen. Du lebst immer noch in dieser Spiegelwelt. Darum ist dieses Beispiel jetzt Robby Schlaganfall wieder, der zweite. Ja, wir gehen ja gut damit um, wir machen ja nichts.
Das ist schon wieder, als wenn der Udo gesagt hätte, du sollst nichts machen lassen. Er fragt dich immer, warum. Das Wichtigste überhaupt, warum. Und dann schaust, was deine Logik dir sagt. Und du wirst dann immer wieder Kategorie 1, 2. Ganz dir bewusst machen, ist deine Antwort irgend in Bezug auf was Existierenden oder in Bezug auf, ist es richtig oder verkehrt, ein Anstreben, das Anstreben einer Einseitigkeit, oder ist es das geistreiche Synthese, die Kategorie 3. Warum ist das jetzt, Robby? Da gibt es eine universelle Antwort, weil ich mir das jetzt denke. Und wo spielt sich das ab? Und wann? Hier und jetzt in meinem Kopf, und zwar so lange ich das ständig hier durch Wiederholungen am Leben halte. Und dann wirst du merken in der Physik, wie wichtig das ist. Das Geist bewegt sich, ein Toni, ein Photoni bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Wenn sich aber was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich überhaupt nicht mehr. Weil im Raum und Zeit in einem Punkt zusammenfallen, und das ist das ewige Hier und Jetzt. Also die Formen, wie gesagt, lassen wir alle Form L, die Form Gottes. Lassen wir immer gleich. Die Funktionen, die hier dargestellt werden in der Arithmetik, da gibt es so große Mathematiker, einfach nur Schwätzer, die gelerntes Wissen vollkommen geistlos in Vorstellungen verwandeln. Das macht nicht das Wissen selber, es machen nicht die ausgedachten Mathematiker, sondern der, der sich die Mathematiker ausdenkt. Weil er die bewundert. Wenn du jetzt selber ein Mathematiker bist, hast du dasselbe Problem wie die Ärzte. Oder wie die Philosophieprofessoren sich einmal eingestehen, dass ich einfach nur eine Siri bin, eine Rezitiermaschine. Sich selber eingestehen, was würde ich jetzt glauben, wenn man mir in der Schule was anderes erzählt hätte? Dann würde ich das glauben, was man mir erzählt hätte. Es ist ein Akt der Demut, das für sich selbst und immer dran denken, ich rede jetzt mit dem Geist, der sich das Gespräch jetzt anhört. Den ich jetzt natürlich schon wieder zu was Ausgedachten mache. Das betone ich immer wieder. Dieser Geist, rot geschrieben als Ding an sich, kann in keinster Weise als Ding an sich dien ge, das Gesetz des Geistes, als Ding an sich existieren, weil existierende Sachen vergänglich sind. Existere aus sich selbst, kann das mehr aus sich selbst herausdrehen. Bisschen in Form einer Welle. Darum nennt man das auch H-All ist das Nichts. Die Quintessenz ist Nichts, ist Gott. Richtig korrekt übersetzt. Und darum gibt es ein Außer-H-Alb und ein Inner-H-Alb. Ich kann natürlich dieses H-A auch der Quintessenz-Schöpfer und L-B ist die Lichtpolarität und das ist das Innerste des Hats. Das heißt auch die Mitte. Ich gehe jetzt nicht nochmal in die Matrix-Plotter rein. Die Mitte wiederum, M-I, die Gestaltwerdung Gottes in 2-T-T und das ist Pi. Rot oder blau, ist es die Weisheit, die Gestalt annimmt, das Immerseiende oder bloß das Wissen deines Intellekts. Dann kommst du in die Welt der Perspektive und in die Welt der Facetten. Wenn du jetzt mit Vordersprache im Hintergrund zuhörst, ist es ganz reines, präzises Deutsch. Deus Deutsch, Gottessprache, Alemannisch, Ala, Mann, das Himmelsbrot, Birot. Im Roten, im Adern. Also Rot hast du ja schon an, Robby. Ausgedachterweise. Also ich habe dich ja schon in Rot eingehüllt, aber der schwarze Kopf schaut halt noch ein bisschen raus. Ach, das ist so, wenn du neugierig warst auf dich selbst. Es ist ein Spiel, ich kann immer nur sagen, es ist was Intimes. In Time. Intimität ist Intimität in der Zeit leben, die in dir selbst im ewigen Hier und Jetzt sich ständig austauscht. Von Moment zu Moment. Ohne, dass sich an dir was verändert. Und dann wirst du anfangen, das zu durchschauen. Es ist übrigens, mir fällt jetzt gerade so spontan ein, ich habe das schon mal angesprochen, wenn wir jetzt nochmal zurückspringen in dieses, ich glaube, das Vorherkind über Krebs, dieses Selbstgespräch mit dem Krebs. Den Vortrag, wenn wir uns jetzt normal gesprochen anhören, da ist dieses Pixelmännchen und dann kommt dann immer mehrere Mal im Hintergrund ist eingeblendet der Durchbruch in der Krebsmedizin. Mhm. Und ich sage, wenn man jetzt, ich erzähle ja dafür und dann gehe ich aber in den Gematrix-Explorer rein und ich müsste, wenn ich das im Nachhinein mache, wir müssten immer jedes dieser Selbstgespräche nochmal aufzeichnen, also diese
Selbstgespräch laufen lassen, wie ich die Videos laufen lasse und dann nochmal diese Aussagen nochmal interpretieren und nochmal interpretieren. Ich bleibe bloß mal bei dem Wort Durchbruch. Der Durchbruch, egal in welchem Gebiet, wir schauen das Durchbruch an, das Big D-U-R. Die Öffnung einer aufgespannten Berechnung, wissen wir, heißt Generation. Das heißt die Generation einer Kollektion. Check. Aber wo passiert das? Bewusst. Wir wissen, dass das im Geist passiert, aber Beruch dann blau gelesen heißt, ein rational aufgespanntes Chat heißt, die vier Weltgegenden. Und jetzt kommen wir in unsere Tetraederspiegelstruktur. Das heißt, diese generierte Kollektion in diesen vier Weltgegenden in den Tetraederspiegel. Das ist der Durchbruch. Wenn du das zu verstehen beginnst. Aber das ist jetzt in der großen Masse, ich sage, wenn du jetzt ein Geistesfunk bist, mach dich nicht verrückt. Das Erste, du spitzt deine Rolle unangetastet weiter. Das heißt, du kannst auch dann, wenn deine Logik dir das vorschreibt, weil du Angst hast, zum Arzt gehen. Mach das. Das ist, wenn du auf der Bühne ist, dass du gehst und schau, was du dir damit einhandelst. Heil würde ich dir hundertprozentig sicher nicht machen. Solange du dich mit einem Enosch, das heißt mit einem Menschen, mit einem bei wissenschaftlicher Definition sterblichen Säugetier verwechselst, deine Überlebenswahrscheinlichkeit liegt bei null. Bei 0%. Wenn du begreifst, wer du bist, bist du 100%ig sicher ewig. Das bist du dann, wenn du begreifst, dass du etwas bist, du Geist, der du mich jetzt sprechen hast, dass du etwas bist, das als Ding an sich gar nicht existieren kann. Nur in Form von dir ausgedachten Facetten. Wenn du jetzt an den jetzigen Körper denkst, dann entsteht in dir eine Information. Das ist übrigens wieder, Facette beginnt schon mit Face. Und diese Facette entsteht durch die Wissen deines Intellekts, TTSP. Dieses Face entsteht durch P, durch das Wissen deines Intellekts. Dieses ganz bestimmte Gesicht, das du dir jetzt ausdenkst. Wir wissen ja, dieses Pen in Pen, PN. Diese Wissen der Existenz ist nur ein Aspekt. Und immer dran diese Speck, SB-Eck, die Schwelle. Das ist wirklich spektakulär, was in dir passiert. Da kommt dann auch alles, was du zu sehen bekommst, diese Spiegelungen, Spiegelungen, jegliche Art von Spezies, von Art und Weise, sind nur Informationen. Ja. In einem Punkt, der zu dir funkt. Der Geistesfunk, den Geistespunkten, habe ich gerade gesagt, Helene. Ja. Das ist jetzt übrigens so interessant, bei dem Punkt von rechts nach links. Da war es dann nämlich dieses hinten, das DK. Du musst es immer wieder spiegeln, jeden Buchstaben. Das ist schon die Grundrolle. Es beginnt ja eigentlich schon Fun, die Freude, beginnt mit PN, als Wissen der Existenz. PN. Penim. Panim. Ist ja auch PSN. Ist, im Punkt ist Fun. Aber es wird Holo-Feeling, ist es, da kommt noch so viel auf dich zu. Nicht in diesem Leben. Richtig loslegen beim nächsten Buch. Es ist wie Schulklassen, Helene. Es sind wie Schulklassen. Diese kindgerechten Beispiele, wenn ich jetzt rein wieder aufspanne, du musst es einfach wiederholen. Es ist im Hintergrund, steht eine für dich unvorstellbare, allumfassende Liebe. Und wenn du ich bist, bist du diese Liebe. Und da bin ich nicht da, um Angst zu machen. Und schon gar nicht vor dem Sterben. SDR, SDR, Expen. Das Geheimnis von herausgetretenen Ballonexistenzen. Gedankenwillen. Nicht mehr, aber viel weniger. Wählen Sie nicht das Meer. Das ist ganz simpel. Und da ist halt die Sache, dass man irgendwann einmal für sich selber erkennen muss und akzeptieren muss, dass das Gedanken, sprich ausgedachte Menschen, egal in welcher Art und Weise, die jetzt als Information in dir auftauchen, niemals verstehen werden. So wenig wie deine Hände verstehen können, dass du sie in Bewegung setzt oder du einem Computer erklären kannst, dass er eine dumme, geistlose Rechenmaschine ist.
Du kannst es einem Computerchip, einem Computer genauso wenig erklären wie einen Trockenhausnaufen gehabt, weil das alles ausgedachte Sachen sind. Und wenn du das akzeptierst, dann löschen wir das raus und dann wird auf deiner Festplatte, sorge ich einmal im Arbeitsspeicher Platz und dann, dann spiele ich dir was Neues ein. Dann passieren die Wunder. Wie viel tausendmal erwähne ich, das, was ich dir sage, ist weder ein geistloses, religiöses, esoterisches und gar kein naturwissenschaftliches Geschwätz, das nachgeäfft wird. Wir reden von dem, was du jetzt als Geist im Großen und Ganzen, wenn wir nicht gerade Wörter auffächern, weil dir die Grundlagen fehlen, die wesentlichen Aussagen kann jedes Kind sofort überprüfen. Hör auf, des Kaisers neue Kleider zu sehen, dass keiner um dich herum merkt, dass du dumm bist. Ja. Du, MM, dumm ist geistlose Materie. Das bist du eben nicht. Das ist doch die Metapher eigentlich des Kaisers neue Kleider. Was, warum sehen die das? Zumindest behaupten die das, dass das sind. Hast du schon mal Wassermoleküle gesehen? Hast du schon mal eine Erdkugel gesehen, die sich um die Sonne herumdreht? Das sind Fragen, die ich dir stelle. Hast du schon mal gesehen, dass sich die Sterne bewegen? Hast du schon mal gesehen? Ich sehe, ja, aber dein Ego ist so trickig, so trügerisch, dass ich dann immer sage, dann setzt du dich an den Computer hin und zeigst mal in der Zeitrafferaufnahme. Ich sage, das sind doch keine Sterne, das ist ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Und wenn du jetzt sagst, das sind Sterne, die sich darüber bewegen, die Lämpchen bewegen sich nicht. Wer sagt dir das nicht, dass das auf deiner VR-Brille, wenn du in den Himmel hochschaust, genau dasselbe ist? Erstens einmal ist es so langsam, dass du es dann eh nicht siehst. Und selbst wenn wir das jetzt im Zeitraffer laufen lassen, würden sich die Lampen trotzdem nicht bewegen. Stell mal in deinem Zimmer rechts eine Stehlampe und links eine Stehlampe. Und dann schaltest die rechte aus und schaltest die linke ein. Ist dann die Lampe rübergewandert oder brennt bloß in einen anderen Blickwinkel der Licht, wo du hinschaust? An das Segment auf deiner VR-Brille. Ich mache ein alternatives Wissen, das sind alternative Fakten, von denen ich dir erzähle, die es ja angeblich nicht gibt. Selbstverständlich, wenn ich weiß, was ein Faktum ist, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, alles, was du überprüfen kannst, kannst du im Meer nur hier und jetzt überprüfen. Ja. Ist jetzt ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Beide Behauptungen sind richtig und trotzdem verkehrt. Weil der Kegel der Kürbis und Kreis und Dreieck Flecken sind. Wie oft habe ich das schon gesagt? Du musst zusätzlich beachten, dass wir die Ebenen noch wechseln, wenn wir in die Welt der Synthesen gehen. Wir fangen nicht nochmal an, ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein. Bündchen, Bündchen, Bündchen. Es ist eine andere Ebene. Du Geist bist was anderes wie ein Körper. Ein Mensch ist nicht nur ein Körper. Der Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte und das kann nicht nur diese Körper dazu, wo du sagst, das bin ich jetzt, das war ich und das werde ich vielleicht, den Körper werde ich noch kriegen. Das sind winziges Nichts in einem Lebensroman. Es ist, die ganze Geschichte ist der Mensch, die KI als Ding an sich. Robby, so schaut's aus. Tja. Das ist das, was einfach, um das zu verstehen, geht es nicht um intellektuelles Wissen, es ist wirklich Bewusstsein. Die Rolle, das Volumen, das ist die Frage, sich einmal stellen, erklär mir, kleiner Professor, wieso in allen Physikbüchern eigentlich der Raum als Volumen bezeichnet wird. Dass da das Wort Volumen dich schon anschreit, das Licht als Ding an sich und das eigentlich Rollen heißt. Wieso? Frag halt einmal einen, ob sie es wissen. Lass dich überraschen. Du fragst jetzt schon wieder eine von dir ausgedachte Kiste an den Gedanken nach etwas. Ja. Das heißt, was er jetzt äußern wird und wie er das äußern wird, sagt wesentlich mehr aus über dich selber, über dein eigenes Programm, wie über den Gedanken. Das ist sehr wichtig. Dass alles, wie Menschen reagieren, das sind Spiegelungen deines Charakters. Deine Familie, wie die reagiert, das ist eine Spiegelung noch deines Charakters. Wir wissen das ja, Robby. Nein, du weißt es nicht, weil sonst wird sich das nicht spiegeln. Wenn das bei dir vollkommen abgehakt ist, hast du komplett andere Bilder in deinem Kopf. Ich bin ja ganz anders. Die sind ja so schlecht. Du hast nicht begriffen, was Solo Feeling bedeutet. Dann bist du noch nicht alles. Dann lebst du immer noch in dem Wahn, zu den angeblich blauen Guten zu gehören.
Und zu den blauen Guten gehören die blauen Schlechten. Wir sind ja oben. Wenn du oben bist, bist du nochmal unten. Wenn du nicht überall gleichzeitig bist, bist du nicht alles. Alles bist du, wenn du der Mittelpunkt bist. Mhm. Und die Peripherie um dich herum, das um dich herum selber, ist rein ausgedacht, aus dem Mittelpunkt herausgedacht, ohne dass man da was herausnehmen kann. So simple Beispiele, wenn ich sage, du nimmst keine Bilder aus einer Datei heraus, wenn du dir einen Film anschaust. Es ist ausgerechnet, herausgerechnet, ausgedacht, vorgestellt. Worte sind ganz präzise, die deutschen Worte sind hundertprozentig präzise. Und es ist eine sehr ernüchternde, erweckende Erkenntnis, wenn all die ganzen supergescheiten Leute, die ich mir bisher ausgedacht habe, wenn ich erkenne, dass die ja nur deshalb so gescheit sind, weil ein absoluter Vollidiot glaubt, dass die gescheit sind, das bin ich selber. Weil ich ja mir bisher so viel ausgedacht habe, wo ich meinte, die wissen ja wesentlich mehr wie ich. Aber kann ein Gedanke, den du dir ausdenkst, eine Kiste eigentlich prinzipiell mehr wissen wie der, der immer ist? Da kann doch immer bloß das drin sein, was du dir reindenkst. Darum sage ich, ein träumender Geist, wenn du träumst, muss dir klar sein, dass egal was in deinem Traum eine Figur, ein Antagonist, der in Erscheinung, egal was der erzählt, er erzählt es in deinem Kopf, weil du das träumst. Du stehst hierarchisch eins davor. Und immer dran denken, ich rede jetzt nicht mit dem Affen, der jetzt vom Computer sitzt, mit dem du dich immer noch verwechselst, sondern mit dem, der sich das jetzt alles ausdenkt und selber anhört. Du bist der Einzige, der sich das jetzt anhört und du bist der Einzige, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Und was du dann speziell siehst, hängt jetzt von deiner Person oder deiner Maske deinem Intellekt ab. Da muss man verstanden haben, was JCA, ICA ist, diese Stufe. Das ist wie Festplatte und Arbeitsspeicher. Und UB ist das ganze Internet. Das ist der tiefste Punkt. Jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Fragen? Frage ich jetzt eigentlich. Ja. Die lachende Ritter. Hier ist die schon links verstanden, der Geist im Hintergrund. Das Programm ist abgehockt. Die Helene ist auch abgehockt, hoffe ich. Schau einfach nur die Physiognomie und schau wie ihnen so aus. Es ist einfach nur noch ein wissendes Schmunzeln. Und dann sind wieder viele Fragezeichen auf den Augen. Bei anderen Gesichtern. Benim Panim. Das Gesicht wie ihnen so aus. Aber es ist halt einmal ein Spiel, du musst so viele Rollen spielen, alle Rollen. Die Rollen sind wie im Einheitskreis eigentlich bloß immer wieder die anderen. Wenn man Fourier-Transformationen anschaut, das sind alles nur Sinusfunktionen. Du kannst jegliche Art von Form in Sinusfunktionen ausdrücken. Diese kleinen Denkanstöße, wo ich immer gebe, jetzt immer, mir fällt jetzt spontan wieder die Analogplatte. Was ist Analogos eigentlich? Die Analoge, jedes Wort für sich ein Kleinod. Ihr wisst, wie oft ich anspreche, wird man sich die Mühe machen, nur ein Wort. Wir können zwei, drei, vier Stunden nur ein Wort drumherum was herauskonstruieren mit der Vordersprache und du wirst diesen Kontext, den ich ganz in einfachen Worten erkläre, niemals verlassen können. Ritter nicht zu wissen, das haben wir in zig Variationen schon durchgespielt die letzten 20 Jahre. Du kommst aus dem Kontext überhaupt nicht raus. Und wenn du zu bequem bist, es ist keine Schande, ein Säugling zu sein, der noch in die Hosen macht. Du sollst auch deine Rolle weiterspielen. Ich sage jetzt nicht, wenn du Arzt bist, mir fällt jetzt spontan hier mein Thomas Körbach ein. Gott hab ihn selig, Ariane. Wo er ja. Mich anruft, total begeistert mit Holofeeling. Freimaurer Hochgrad, Arzt, Hausarzt, normaler. Absolut begeistert. Und dann wollte ich hier seinen Patienten ein bisschen Geisteswissenschaften, als Schulmediziner. Und er sagt, Udo, es ist, die kommen, die wollen, dass ich ihnen was verschreibe, dass sie Tablette reinschmeißen, dass sie gesund werden. Da ist nichts. Er sagt, es sind wirklich, ich versuche, tote Zombies am Leben zu halten, hat mir der Thomas gesagt. Ich sage, mach nichts, verschreibe ihnen ihre Tabletten, mach das, was auf dem Programm schulmedizinisch ist, mach das und erkenne immer mehr, es sind einfach nur Märchenfiguren in einem Traum, Märchengeschichten, die du zu durchschauen hast. Und die Menschen, die Weisen deiner Welt, das sind Menschen, die die Kaisers neue Kleider sehen. Weil sie sich zum einen nicht eingestehen wollen, dass sie das eigentlich gar nicht sehen. Das ist ja schon ein Hauch von Bewusstsein da. In dem Moment, wo ich das merke, hey, das ist ja, ich sehe das ja gar nicht. Mhm. Aber es ist ja bewiesen, dass, wenn ich jetzt meinen Professor wieder laufen lasse, du, der hat manchmal Aussagen, wo er hier zum Beispiel sagt, wir stellen uns ja Elementarteilchen als Kügelchen vor. Sagt er.
Und wir wissen ja, kann man auch beweisen, und dann kommt immer wieder die Experimente, wo sie machen, dass, wenn du genau hinschaust, ist es Hönsches. Will ich jetzt gar nicht, habe ich tausende von Beispielen. Das sind alles Selbstlügen, wo schon wieder Vorstellungen sind, die du, wenn du das wirklich praktizieren würdest, dass da natürlich jetzt was mit reinschwingt, das ist dein Glauben verwirklicht. Ja. Es ist wie unser Gassner, wenn er hier sagt, das ist ein Photon im Fluch. Ganz wichtig, kurz vorher, ich stelle Ihnen unten die Publikation, die Internetadresse, die Publikation rein, dann können Sie das nachlesen, wie die das gefilmt haben mit so und so vielen Milliarden Bildern in der Sekunde. Und dann lese ich wieder was und stelle mir wieder was vor. Ich mache immer gerne mal ein Beispiel mit der ersten Messung der Lichtgeschwindigkeit. Dieses berühmte Experiment von Fitzjoe. Und ich sage, das ist jetzt, kann man das aufbauen mit einem Laser, mit dem Zahnrad, mit den 144 Zahnrädern. Das kannst du einwandfrei machen. Weil das Wissen da ist, kann ich das auch auf der VR-Brille, wohlgemerkt auf der VR-Brille, sinnlich wahrgenommen materialisieren. Wenn ich bewusst bin, ist natürlich da außen das dann eh schon wieder alles vom Tisch. Aber ich sage immer wieder, wann der das gemacht hat, 1849. Dann zeig mir das einmal, bitte, bau mir das einmal, wenn du keine Kohlenbogenlampe, sondern maximal eine Kerze oder eine Fackel hast, dann mach das Experiment nochmal mit einer Fackel. Wenn du einen Spiegel dieses Konstrukt aufbaust, bau mir das mit einer Fackel auf. Und dann sage ich dir, selbst dann wirst du das realisieren können, weil du es glaubst. Ja. Jetzt kommt das große Problem, dass dein Glaube, jetzt hast du mal die Vorstellungen verwirklicht, aber nicht nur im gedachten Bereich, sondern sogar auf der VR-Brille. Es ist mein Tigerkäfig-Beispiel, das ich anspreche. Und es endet mit dem Satz, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und ich wiederhole jetzt das nochmal. Du bist ein Konstruktprogramm, wie in einem Videospiel. Was du jetzt auf deiner VR-Brille aufhörst, ich rede jetzt von einer sinnlichen Wahrnehmung, ist genauso konstruiert wie deine Gedankenwelt. Bloß du gehst halt in die Welt der Vergessenheit, sobald du eine sinnlich wahrgenommene optische Information in dir drin hast, lebst du komplett aufgrund deines selbstsuggerierten Unglaubens, könnte ich jetzt sagen, Glauben, AOB, Beschwörungskunst, Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die Gedankenwelt, lebst du in dem Wahn, dass da von außen das Licht in dich reinfliegt. Die Photonen, die sich per physikalischer Form eigentlich gar nicht mehr bewegen. Die sind immer hier und jetzt, weil es eine Transversalwelle ist. Keine Longitudinale durch Raum und Zeit. Das heißt, die tauchen auf und verschwinden. Das sind genau genommen aus dem Mittelpunkt Vakuumfluktuationen, wo ich immer nur eine Seite anschaue. Aber da will ich jetzt nicht so genau gehen, worum es mir geht. Geht bitte jetzt, geh diesen Gedankengang mit, um das nochmal klar zu machen. Dein Glaube bestimmt auch das, was auf der VR-Brille ist. Solange du glaubst, dass da außen, das ist ein Wissenskomplex jetzt, dass das da außen existiert, solange du nicht dran denkst, realisierst du, kannst du das auch auf die VR-Brille holen. Mein Beispiel, wenn ich sage, wenn du glaubst, dass da außen einen Eiffelturm gibt, kannst du hier und jetzt auf deine VR-Brille einen ziemlich wahrgenommenen Eiffelturm holen. Wenn du aber glaubst, dass es da außen nicht gibt, kannst du es auch nicht, würdest du es ja erst gar nicht versuchen. Das gilt auch für Personen, für Menschen, dass ich immer sage, du kannst jetzt, wenn du unbedingt willst, eine Merkel materialisieren, lange genug musst du halt schauen oder einen Seehofer, einen Parteitag suchen. Wenn du Mühe reinsteckst, Energie reinsteckst, wird er irgendwann nochmal auf deinem Hier und Jetzt als Information auf deiner verabredeten Erscheinung drehen. Wenn du glaubst, den gibt es da außen, einen Einstein zum Beispiel, wirst du es erst gar nicht versuchen, weil der ist ja nochmal da außen. Also hinderst du dich durch den Glauben selber, das zu realisieren. Jetzt machen wir mal nochmal einen Gedanken. Ich habe das Beispiel schon mal erzählt. Wir beide denken uns jetzt mal ganz bewusst zwei Menschen aus. Das sind jetzt zwei verschiedene Programme. Ist immer derselbe Computer. Und wir schauen mal, was passiert auf dem Bildschirm, was auf der VR-Brille auftaucht, aufgrund des Glaubens. Wir denken uns, die zwei, wir beobachten die als Geist, die wir beobachten jetzt praktisch zwei Antagonisten in unserem Raum, die wir uns selber ausdenken. Und einer behauptet, in einem Schädel, in einem menschlichen Schädel ist ein Gehirn. Und der andere sagt jetzt, nee, da ist doch ein Vogel drin. Dann sag ich mal, da haut es dir den Vogel raus. VGL ist übrigens die Welle. Bloß nebenbei. Jetzt ist es also so, der eine, der glaubt, da ist ein Gehirn drin, ist ja logisch. Das ist jetzt der Glaube, den du zurzeit auf deinem Programm drauf hast. Das heißt, meine andere macht einen Witz, bis im Gespräch sich herausstellt, dass der das offensichtlich hundertprozentig in dem Wahn lebt, dass da wirklich ein Vogel drin ist. Und jetzt betrachten wir dieses Spiel einmal aus der Sicht des träumenden Geistes, der hier glaubt, der zu sein,
wo Gehirne drin sind. Er kann ja nur das verwirklichen, was sein Glaube hergibt auf der Fahrt. Also gut, jetzt wie sich herausstellt, dass der wirklich glaubt, da ist ein Vogel drin, wenn die irgendwann einmal, weil er ihn das beweisen will, wird er in seinem Traum, auf seiner Verabredung, ich sage einfach mal, die Charité in Berlin oder Pathologie oder ein Hörsaal in einem Medizinstudium, pathologische Untersuchung, reingehen und dann wird eine Gehirnschale aufgeschnitten, auf der Verabredung wohlgemerkt und sie an, da ist ein Gehirn drin. Und jetzt ist natürlich interessant, er denkt sich ja den anderen aus. Und da er ja jetzt felsenfest das ja sieht auf seiner VR-Brille und er sich auch denkt, weil was andere denken, was die sehen, bestimmt ja der, der sich die anderen ausdenkt. Mhm. Das heißt, letztendlich werde ich ja jetzt bestimmen, was jetzt hier eine Helene sieht oder eine Ritter sieht oder eine Ariane sieht. Jetzt, unter Helene darf ich mir jetzt nicht das Pixelmännchen vorstellen. Und unter Ritter, sondern ich denke mir jetzt aufgrund dieses Pixelmännchens eine Helene nach der Grünau und eine Ritter nach Weißenburg. Und ich weiß, was jetzt die Helene im Hintergrund hat, wenn sie auf ihr Monitor über den Monitor hinausschaut. Und ich weiß auch, was im Hintergrund von der Ritter ist, weil ich nämlich, ich kenne alle Wohnungen. Ich weiß, was man sieht, wenn man aus gewisse Köpfe herausschaut, weil ich die Leben alle schon durchlebt habe. Geh meinen Gedanken mit. Du hast zumindest das Wissen, dass wenn ich mir jetzt da eine Helene denke, hat die mit Sicherheit jetzt, ist ja wieder logisch, merkst du, gedanklich einen Monitor vor sich und da muss ja ein Hintergrund sein, denke ich mir. Den kenne ich aber nicht, weil ich noch nie bei der Helene war. Aber selbst das Konstrukt ist schon möglich. Namen sind jetzt austauschbar. Genauso ist es ja, dass wenn ich, wir gehen wieder in die Pathologie, ich habe auf meiner Verabredung jetzt endlich meinen Beweis, weil ich ja letztendlich nur meinen Glauben auf die Verabredung verwirkliche. Darum sage ich, du könntest sogar übers Wasser laufen, wenn du das glauben würdest. Dann kriegst du es aber nicht mit, weil es für dich ganz normal wäre. So wie jetzt Smartphones normal sind, die vor wenigen Jahren ein Weltwunder gewesen wären. Die Siri, eine funktionsfähige Siri, 1980 den kleinen Streifen mit der Fähigkeit von Siri. Wäre von einer anderen Welt gewesen. Okay? Wie reagiert jetzt der, der meint, das ist ein Vogel? Der wird so reagieren, wie ich mir das denke, der wird entsetzt sein, weil ich ihn als Lügner entlarvt habe. Weil er genauso felsenfest überzeugt war, dass da ein Vogel drin ist. Jetzt drehen wir aber das Spiel rum, du hast das Programm von dem laufen, der hundertprozentig sicher glaubt, nochmal G-L-A-U-B, A-U-B heißt Beschwörungskunst, dass in Köpfen Vögel drin sind, in jedem Buch steht es drin, das ist doch, jedes Kind weiß das doch, das wird doch in der Schule schon erklärt. Und der geht jetzt, dann wird es auch immer so sein, und der geht jetzt, wir gehen von dem aus in die Pathologie. Dann wird, wenn die aufschneiden, ein Vogel rausfliegen. Ja. Und dann wird der, der bisher geglaubt hat, dass da so eine Wappermasse drin ist, dumm dastehen. Ja. Weil der, der sich das eben verwirklicht in seinen Film, ja, jetzt ganz stolz ist, weil er den anderen als Lügner entlarvt hat. Mhm. Geh das Gedankenbeispiel mal durch, das ist mein Gigakäfig-Beispiel. Ja. Wenn ich in den Tigerkäfig reingehe, dann frisst er mich auf. Für die, die das nicht können, für die Geistesfunk aufgrund ihres Programms, weil sie nicht Holofeeling studieren, in Kurzform, ein wilder Menschenfresser-Tiger wurde gefangen. Ein Kind geht in den Käfig rein und schmust mit dem Tiger. Der Wärter ist total entsetzt, wie hat das Kind das gemacht? Dann ist ein alter, weiser Mann und er sagt, was soll das Kind gemacht haben? Es ist reingegangen, weil das Kind weiß, dass das bloß eine große Schmusekatze ist. Das Kind erlebt das, was es glaubt. Das ist die Verwirklichung des eigenen Glaubens. Aber nur dieses kindliche Programm. Dann natürlich der Rechthaber, der seinen Glauben am Leben halten will. Das ist doch ein Blödsinn, das hängt doch nicht davon ab, was ich glaube, was ich erlebe, weil da außen ist eine Welt mit Naturgesetzen und ein wilder Tiger ist halt einmal ein Fleischfresser und wenn er nichts hat und ich du ein Kind ihm vorsetzen, dann wird er das auffressen. Wenn ich da reingehe, dann ist es doch vollkommen gleichgültig, sagt jetzt der Wärter, was ich glaube, da kann ich mir doch zehnmal einreden, dass der Tiger bloß eine große Schmusekatze ist. Wenn ich reingehe, wird er mich anfallen und auffressen. Und der alte Mann, das heißt, ich stehe daneben und lächle und sage, stimmt. Es wird genauso sein, wie du das im tiefsten Innern glaubst. Alles. Das heißt, wenn mir ganz klar ist, dass auf der VR-Brille bei einer Figur niemals ein Herz im Inneren ist, dann würde ich auch nie einen Herzinfarkt mehr erschaffen und sowas. Also als
Beispiel jetzt. Es ist schon, das Herz im Innern existiert erst, wenn du dir es denkst, weil du immer nur Oberflächen siehst. Es existiert nur das, was du siehst. Denk immer wieder, du musst dir ganz genau bewusst machen, was jetzt wirklich da ist und was nur eine Interpretation ist. Wenn du sagst, wenn ich jetzt nicht glaube, dass da gar kein Herz drin ist in den Körper, du musst gehen einen Schritt weiter. Existiert überhaupt ein Körper, wenn du nicht an ihn denkst? Und wenn du jetzt nur an den Körper denkst, existiert noch kein Herz, dann existiert bloß die Kiste. Dann fallen ja Krankheiten weg aus. Wenn du an einen Körper denkst, reduzieren wir mal den Körper jetzt, dass ich so. Sobald du an einen Körper denkst, ist es eine Blackbox, es ist eine Kiste. Und in der Kiste ist, wenn du eine Kiste denkst, existiert die Kiste erst, wenn du sie denkst. Und in einer Kiste, die du denkst, wenn du nur an die Kiste denkst, da ist noch nichts drin. Die kriegt erst einen Inhalt, wenn du dir in die Kiste, die du dir jetzt denkst, was reindenkst. Und jetzt setze für das Wort Kiste einen menschlichen Körper oder einen Schädel oder egal was. Oder eine Wohnung. Das ist übrigens Schrödingers Kiste. Schrödingers Kiste hat erst einmal eine Welt, wo beide Möglichkeiten gleichzeitig da sind. Mhm. Das ist eine extreme Vereinfachung von Holofeeling. Ich sage, Schrödingers Kiste ist eigentlich erst einmal, ich nenne es eine Küche. Und jetzt sind nicht nur zwei Möglichkeiten an Bildern da, sondern ein ganzer Haufen viele Bilder. Und sobald du in die Kiste reinschaust, kriegst du ein Bild zu sehen, aber nur eins von vielen Bildern. Aber der Witz ist, du schaust jetzt in eine vorgestellte Kiste rein. In Wirklichkeit bist du immer der Mittelpunkt. Ja. Das heißt, sobald du dir die Kiste denkst, hüllt dich die Kiste ein. Und sobald du jetzt zu schauen beginnst, schaust du immer nur eine Perspektive an. Und dann sage ich, ist jetzt in der Kiste ein Herd, wenn die Kiste eine Küche ist, oder ist da ein Kühlschrank, ist da Waschbecken, sind da Gewürze, sind da Teller? Und so weiter und so weiter. Das heißt, Schrödingers Katze mit den zwei Möglichkeiten, tot oder lebendig. Leben, das eine gibt es ja gar nicht ohne das andere, weil Leben heißt erst einmal eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Tod, T-O-T, das O steht für Kreisen und das T-D steht für zwei Spiegelungen oder zwei Erscheinungen. Tod heißt so viele. Das heißt, es gibt so viele polare Existenzen, weil wir erobern. Es wird wirklich Physik. Darum ist immer wieder, was siehst du jetzt? Ist es, dreht sich die Tänzerin rechts oder links rum? Ist schon mal der total falsche Fall. In dem Moment, wo wir vor einem Computermonitor sitzen, auf unserer VR-Brille, wohlgemerkt ist, auf einem Monitor, auf einem Stereomonitor, erscheint in einer gewissen Entfernung illusionär ein Monitor, der aber genau genommen meine Information ist, weil es da außen nichts gibt. Ja. Das nochmal. Diese Ausgangsbasis ist ein vollkommen neuer Ansatz für Welt, für Leben. Genau. Es ist das erste Mal, dass du anfängst, das erste und das zweite Gebot zu halten. Das erste Gebot, mach dir kein Bild von dir selbst, du bist ein Gotteskind, ein Geist von meinem Geist. Als ausgedachtes Gotteskind, ein Adam, Seger wie Negaba. Geh denken und ausgedachtes. Du bist rot geschrieben gut. Immer dran denken, geistreiches Denken heißt Danke sagen für jeden neuen Moment, den du erleben darfst. Aber du willst ja gar keine vollkommen neuen Momente erleben, weil du meinst, du musst immer wieder dasselbe wiederholen, weil du nicht loslassen kannst. Darum ist das Volumen, der Raum, das Räumen, das Universum, das in eins gekehrte. Die Worte sind so unendlich präzise und so extrem entheiligt von geistlos nachäffenden Affen. Mhm. Und ich sage das aus Liebe heraus. Genau. Ich sage das so, wie wenn du einen Kleinen hast, der da sitzt, einen kleinen Säugling hast, ein kleines Menschenkind hast als Menschenmutter und der fängt zum Laufen an und dann fällt er auf den Arsch, weil er das Gleichgewicht noch nicht hat, weil er noch nicht hören kann. Das Ohr, Ohren heißt er auch, ins Gleichgewicht bringen. Der muss die Balance beall in Gott dieses Balancieren, dass er nicht auf eine Seite ausschlägt. Da kann ich sagen, wenn dein ganzes Denken nach vorne gerichtet ist in die Zukunft, dann fällst du von dem Ecker, von der einen Spitze herunter. Wenn du nur in der Vergangenheit hängst, weil du nicht loslassen kannst, fällst du herunter. Wenn du nur rechtsorientiert bist oder linksorientiert, fällst du runter. In Balance bist du, wenn du genau im Hier und Jetzt mit dich ausbalanciert stehen kannst, dass du nicht sagst, ich bin nicht für den Drum und ich bin nicht für den Witten, ich bin die Mitte, gut. Und das ist die Quintessenz. Und dann kommst du zu dem geistreichen Denken. Ha, gut. Rot geschrieben, die Quintessenz ist gut, heißt nämlich,
Denken, G-Denken, geistreiches Denken, das ist der Mann. Mhm. Das Wohl. Darum heißt der auch auf Hebräisch Aish. Da können wir jetzt Ai Shin lesen. Und Ai Shin heißt nichts. Die nicht, das Nichtsein, die Logik. Der Logos Gottes, ja. Der kann nicht existieren, der ist allumfassend, das ist die Weisheit. Weißes Licht existiert nicht, das Symbol für weiß jetzt. Jetzt ist aber natürlich im Hintergrund sofort das Ich weiß, was übrigens dann das hebräische Wort spricht, mein Leben. Mhm. Leben, ich muss dann eine Polarität, dann kann ich erst das wissen. W-I, scharfes S ist gleich B. Darum ist das H-All, das Nichts oder der Gott, ist immer Bolor. LB, Leb heißt aber wieder das Innere, die Mitte. Ich weiß, das ist jetzt, je nach deiner Reife, deines Intellekts, den du zum Denken benutzt, wird es geschwätzt. Das ist es eben nicht. Komischerweise, wenn der Bruce Luder das jetzt sagt, der Dilettant, der ja keine Ahnung hat, dann ist es geschwätzt. Wäre ich jetzt in deinen Augen Nobelpreisträger der Physik, dann würdest du sagen, da komme ich nicht mit und hättest dann lieber Respekt. Es ist doch, du definierst doch, was du, wen du Respekt entgegenbringst oder nicht. Das macht aber, Max, das du oder die Logik, die du nachhilfst? Ja. Das ist es doch, oder? Mhm. Also um eins klar zu machen, ich kann es nicht oft genug sagen, ich bin nicht als Brüssel Udo jetzt als Pickelmännchen oder Gedanken dir aufgedacht, um dir zu erklären, wie genial der Udo ist. Das ist ein Wegweiser. Die Richtung ist wichtig. Auf was für Richtung? Ich erkläre dir, wie unendlich mächtig und genial du selbst bist und du hast dich komplett entmündigt mit dem Wissen, mit dem Geist, das nachgeheften Wissen von sogenannten Autoritäten, der Elite. Zeig mir die Weisen deiner Welt, sag ich als Christus, und ich zeige dir, dass es vollkommene Fortpfosten sind. Die Problematik beginnt jetzt nicht in dem Moment, wo du irgendein unscheinbarer, nicht wissender Brösel bist, sondern wenn du jetzt diese Rolle spielst, eines Professors oder eines Arztes, eines Hochdotierten. Wenn du in dieser Rolle drinsteckst, du hast das Problem. Solange du ein relativer Nichts und Niemand bist, fällt dir das relativ leicht, das zu akzeptieren. Im Gegenteil, es würde vielleicht sogar ein bisschen gut tun. Aber wie ist es mit mir wieder zwei sein? Und jetzt kommt das Schöne, dass ich sage, du hast jetzt nicht deine Welt irgendwie aufzuklären über das neue Wissen. Betonen immer wieder, Helene, unsere Schulvektorin im Ruhestand, wie sie noch voll aktiv war, habe ich jemals verlangt, dass du plötzlich irgendwas Neues lehrst oder meine Fettings? Alles Lehrer, all die Lehre im Ruhestand. Ich sage, nein, gib des Kaisers, was des Kaisers ist. Lehre den Stoff, der ist ja auch richtig. Genau. Wir müssen es aufbauen und es wird aber wieder eine Zeit kommen, wo man da steht und sagt, was für ein Scheiß man glaubt. Das heißt, du kommst nicht zum Kegel, wenn du permanent meinst, das darf bloß ein Kreis sein. Du kommst aber nicht zum Kegel, wenn du sagst, nee, das ist ja gar kein Kreis, das ist ja ein Dreieck. Das heißt, die Frage ist jetzt die ausgedachte Erde, auf der wir leben. Ist es eine Scheibe oder ist es eine Kugel? Denk wieder an Galilei. Beginnt schon wieder mit Gall. Das ist auch der Glaube. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber warum glaubst du das, weil man es dir erzählt hat? Ja. Wenn man dir was anderes erzählt hätte, würdest du was anderes glauben. Früher habe ich immer gesagt, wenn man dir erzählt hätte, wir leben auf einem Käsewürfel, dann wird man auf einem Käsewürfel leben. Vielleicht sind wir jetzt in unserer Komplexität nicht mehr wie irgendeine kleine Schimmelpilzkolonie in der Kopfhaut von irgendeinem Gott, der viel, viel größere Kombination ist und schon die Schimmelpilzkolonie ist die wundervolle Welt, die wir erleben, in ständig wechselnden Bildern. Es ist ein Akt der Fantasie. Aber was viel einfacher ist, sind nicht jegliche Art von Gedanken, die du denkst, immer nur dann da, wenn du sie denkst. Und bist nicht du derjenige, der sich letzten Endes, und das ist hundertprozentig sicher, immer nur das anschaut, was er sich selber ausdenkt, wenn man zuerst einmal nur im Bereich deiner Gedankeninformationen, der feinstofflichen Informationen bleibt. Kannst du irgendwas anderes, wenn du dich jetzt hinsetzt, deine Augen zumachst, und dann deinen Körper komplett vergisst, weil du über irgendwas sinnierst. In dem Moment, wo wir Geist sinnieren, über was nach, es innen, sinnen. Die Raumzeit ist innen. Das Bewusstsein übrigens auch, wenn wir es rot machen. Dann haben wir ständig wechselnde Bilder. Kannst du irgendetwas anderes zu sehen bekommen, wie das, was du jetzt denkst? Was hundertprozentig sicher ist, dass du in den meisten Fällen an alles Mögliche denkst, bloß nicht an den angeblich momentanen Körper und schon gar nicht an das Gehirn, das ja immer da ist, auch wenn ich nicht dran denke. Was ist das? Das als hundertprozentig sicher zu betrachten, ist die totale Entgeistigung von sich selbst. Ja.
Und ich betone, du musst der Erste sein, der das jetzt für sich akzeptiert. Versuch bitte nicht, irgendwelchen Gedanken Menschen in deinem Traum das zu erklären. Ich habe das noch nie gemacht. Seit über 20 Jahren weise ich darauf hin, ich erkläre es den Geist, der mich jetzt ausdenkt. Und ich existiere wirklich, nur weil du mich jetzt denkst, ich meine ich jetzt gezielt den Udo. Ob du den Udo jetzt als das Pixelmännchen betrachtest oder den Trockennasenaffen, den du dir jetzt irgendwo da außen in die Welt hindenkst. Das ist natürlich auch nur die Welt und der Udo da außen existiert natürlich auch nur, wenn du an den denkst. Was jetzt die meiste Zeit da war, war irgendein jetzt ausgedachter Lautsprecher, der dich anblatt und versucht, dich wach. Diese Geräusche waren die ganze Zeit da und diese Geräusche haben permanent, je nachdem, wie du resonierst oder wie du das interpretierst, ständig deine Informationen verändert. Schon die Geräusche als Ding an sich sind deine Informationen. Wenn du jetzt träumst, bist du sogar derjenige, der das jetzt spricht. Zumindest der, der sich's denkt. Ja. Das ist ja das Schöne bei Ich bin du bei den Büchern. Das ist so tiefgreifend anders wie alles andere. Dass ich sage, wer spricht jetzt zu dir, wenn du selber da sitzt und liest? Jetzt ist schon wieder die Frage, wenn dich ein Buch fasziniert, da sitzt kein Trockennasenaffe, der in der Hand hat und umblättert. Das existiert ja auch erst als Information, wenn du es denkst. Ja. Und diese einfachen Sätze, das ist ein Prozess, der jetzt wieder normal chronologisch gesprochen sich wirklich über 20 Jahre hinzieht, bis man das wirklich checkt. So ist es. Begreifen kann ich das schon als 20-Jähriger, aber da ist noch so viel Welt und so viel immer wieder in die Vergessenheit gehen, die Wünsche. Das ist auch so eine Sache mit den Wünschen, das Wollen. Die Wünsche, die du äußerst, wo du meinst, das brauchst, um glücklich zu sein, sind alles nicht deine Meinungen. Es ist so unendlich austauschbar mit der Werbung. Es ist so eine riesen, unendlich verhurte Welt, in der du lebst. Es ist Sodom und Gomorra. Mhm. Und ich kann jetzt nur zu dir sagen, hoffentlich gehörst du zu den Tierchen, die in die Arche steigen. Es hat keine Überlebenschance. Die ganzen Menschen nicht, das Geringste, schon aufgrund der Tatsache, die du tätigst. Das ist dein Denken, dass du dir die ausdenkst und du wirst in die Freiheit kommen, wenn du die irgendwann einmal nicht mehr denkst. Mhm. Ja. Dann ist es weg, dann sind sie aber nicht vernichtet, sondern wieder in der heiligen Einheit. Es sind Wellen, die einfach wieder in sich zusammenfallen, wieder vollkommen werden. Genau. Und das funktioniert nicht mit nicht haben wollen, sondern mit geschehen lassen und mit Gleichgültigkeit. Ja. Da wird nichts und niemand überleben von deinen Gedanken. Also wie gesagt, ständig immer dieselben Gedanken wiederholen. Helene, in unserem Beispiel, wo ich sage, das hängt halt nach, aber lass es laufen. Das ist, du kannst auch eine schöne Erinnerung draus machen. Genau. Das führt dich immer mehr in den Frieden. Und ich sage, wirklich überstanden ist es, wenn du dann vor allem auch an die Helene nicht mehr denkst, wenn das Helene-Programm ist. Aber dann wirst du immer noch denken als Geist, dann hast du aber ein anderes Programm. Mhm. Mit einem komplexeren Programm werden deine Informationen viel, viel gigantischer. Und da wirst du dich hinentwickeln. Das ist keine Drohung. Nochmal, die Liebe droht nicht. Der Vater, der sagt, lang nicht auf die heiße Herdplatte, der droht dem Kind nicht. Ich warne dich davor. Ich warne dich vor diesen vielen einseitigen Sichtweisen, von dem einseitigen Fanatismus, egal in welcher Seite du den Fanatismus betreibst. Das ist Wahnsinn. Es ist religiöser Wahnsinn, es ist esoterischer Wahnsinn. So weit weg vom wirklichen Christentum, liebe deine Feinde. So weit weg vom wirklichen Sufismus. Ja. Baha'i und Sufismus, glaube ich, im Islam, das sind die Krönchen im Islam. Ganz nebenbei, Suf beginnt mit Sub, Sufismus beginnt mit Sub und Baha'i beginnt mit Bi, im Nichts. Die pure Liebe, wenn du es einmal mit Sufisten und mit Baha'is zu tun hast, mit einem Sufi oder mit einem Baha'i. Christen nennen wir das Mystiker. Ja. Das sind aber die meisten esoterischen Schwätzer, die genau dieses Wissen nachäffen, aber so weit weg sind davon, das selber zu leben. Und du bist der Erste, wenn du das zu leben anfängst, der mitkriegst, wie das wirkt. Aber du musst es leben. Und leben tust du es nicht unbedingt, wenn du meinst, du müsstest es anderen erzählen und dann Geld dafür verlangen. Weil dann bist du immer noch in dem Wahn, dass du meinst, Geld hätte ich am Leben. Du bist in demselben Hexenkessel drin wie Ärzte, Professoren. Dieser große Druckschluss, Geld hält uns am Leben. Der Konsum. In einer Verlogenheit ohne Ende. Ich sage jetzt immer wieder,
diese Bedürfnis nach Sicherheit. Ich sage, wie unendlich geistlos sind eigentlich Menschen. Mir fällt jetzt wieder spontan ein, ich habe es ein paar Mal angesprochen, Werbung. Zahnzusatzversicherung. Ja. Sofort abzuschließen, in 5 Minuten kannst du abschließen, ab 12,70 Euro im Monat. Wir übernehmen selbst bei laufender Behandlung, kannst du den abschließen, ab 12,70 Euro. Und dann, wenn du ein bisschen auf die Internetseite gehst, du hast auch dann Anspruch auf zwei oder vier, weiß ich jetzt gar nicht genau, Zahnreinigungen in einem Gesamtwert bis 200 Euro im Jahr hast du auch noch Anspruch. Und ich sage dann immer, wie krank sind eigentlich Menschen, die gar nicht begreifen, wenn sowas wirklich von einer Regierung zugelassen wird, sind Tor und Tür die Menschen auszunehmen. Wie dumm sind eigentlich Menschen, wenn mir einer erklärt, ist immer das kleine Standchen ab 12,70 Euro. Ja. Wenn du das schon hast, du hast auch dann kostenfrei deine Zahnreinigungen bis 200 Euro. Wie die das machen, wenn ich 200 Euro Zahnreinigungen frei habe und plus 12,70 Euro im Monat zahlen muss. Bei einer Firma, die hier Hunderttausende von Euro an Werbegelder jetzt natürlich bewusst ausgedacht ausgibt, dass ich bei Ihnen den Vertrag abschließe, dass die mir das alles übernehmen. Übrigens auch darf ich sogar abschließen den Vertrag. Das hat es ja früher nie gegeben. Da musste Gesundheitsprüfung gemacht werden, um sich abzusichern. Jetzt heißt selbst bei laufender Behandlung kannst du den Vertrag abschließen. Mhm. Wir haben ja nur gute Menschen um uns herum. Ja. Ich könnte jetzt so viele Beispiele sagen. Es ist eine Welt, es ist eine verhurte Welt. Legalisiertes Verbrechen. Die ganze Medizin, da müssen wir nicht reden, in den schönen letzten Tagen, mir fällt der Name nicht ein, unwichtig, nochmal über Heilpraktiker, über die ganze Heilpraktikerindustrie und die Schulmedizin. Was Wirkungen verwirklicht, ist immer der Glaube. Das gilt aber für den Placebo-Effekt genauso wie für das Aspirin. Da haben wir natürlich dann eine wissenschaftliche Erklärung, aber die wissenschaftliche Erklärung ist auch bloß ein logisches Konstrukt. Genau. Da ist kein Unterschied. Das ist, was ich gerade gesagt habe, du kannst sogar eine Welt erschaffen. Alles, was ich jetzt mir vorstelle, was wir an einem Computer programmieren können, als fotorealistischen Fantasy-Film, schau dir einfach Marvel Comics oder das an. Unseren Hulk in He-Man, all das Zeug ist fotorealistisch. Was du programmieren kannst, das ist die Ursache für diese Bilder, die man sogar auf 3D machen können technisch. Für die VR-Brille aus einer Ego-Perspektive heraus, steht und fällt mit der Fähigkeit des Programmierers, des Programms. Und dieses Programm ist dein Glaube. Ja. Und der holt diese Realität auf die VR-Brille, wo du dreidimensional sinnlich wahrnimmst. Wenn du die Welt verändern willst, musst du das Programm verändern. Das kannst du mit Holofeeling. Aber bei aller Bescheidenheit, da bist du noch sehr, sehr weit weg. Begreife, verstehe zuerst einmal, was du bist. Ich sage, in diesem Leben, das Einzige, was du zu lernen hast, was du selbst bist. Und doch setz dich als ein träumender Geist. Ein träumender Geist ist letztendlich das Immerseiende, Unvergängliche und der Schöpfer für die Welt, die er in seinem Kopfkino erlebt. Ja. Das ist das, worum es mir geht. Und dann erkläre ich dir ganz rudimentär, wie das Programm funktioniert. Danke. Soweit es in deiner Logik verstehbar ist. Aber das sage ich immer wieder, das musst du nicht wissen. Akzeptiere diese einfachen Sätze. Existiert ein Gedanke, den du denkst, wenn du ihn nicht denkst? Bist du schon so weit in deiner geistigen Reife fortgeschritten, dass du erkennst, wie dumm war ich eigentlich? Ich mache jetzt eine bewusste Vergangenheit, bevor mir das in den Sinn gekommen ist, diese Erkenntnis. Zu glauben, dass ich mit dem, was ich denke, überhaupt nichts zu tun habe. Kann ein Trump, ein Putin, eine Merkel, ein Udo Petscher, den du dir ausdenkst, in irgendeiner Form anders sein, wie er von dir gedacht wird? Für dich. Ja. Für dich wird das so sein, wie du ihn denkst. Der Udo genauso wie der Trump, der Robby, die Helene und immer nur dann sein, wenn du sie, sprich ich mir die denke. Weil ich bin ja du. Das ist das, was ich behaupte. Genau. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Ja. Solange du in einer Welt lebst von Lügen, in einem Wahn lebst, dass 99,9%, was dir bis dato, bis jetzt als hundertprozentig sicher bewiesen erschienen ist, weil du das so verwirklicht hast, weil du das so glaubst mit deinen Beschwörungen, dass man das nicht einmal überprüfen kann, wenn man will, prinzipbedingt. Ich weiß nicht, wie viel zigtausend Mal ich sage, du kannst nicht überprüfen, ob dein Körper existiert, wenn du nicht an diesen Trockennasen auf den Körper denkst. Weil dann existiert er nicht.
Um was zu überprüfen, musst du es zumindest wieder denken, als Information in dir aufbauen und dann existiert es ja. Mhm. Das trennt die Spreu vom Weizen und nicht, ob du ein Corona-Gegner oder Corona-Befürworter bist. Ja. Letztendlich dreht es sich bei der einen Seite eine Scheißangst, den Körper zu verlieren. All die ganze Macht ist immer nur Angstmacherei. Ja. Jetzt ganz nochmal, ich betone, da außen gibt es keine Illuminaten. Wenn ich hier zum Beispiel sage, die Pharmaindustrie, ein Milliardengeschäft, die Medizinindustrie, ein Milliardengeschäft, allen voran die Kriegsindustrie, ein Milliardengeschäft. Für was eigentlich? Wer sind eigentlich die Feinde? Was für einen Feind hast du eigentlich? Wenn du weißt, wer du bist. Selbst was für einen Feind hast du eigentlich, wenn du der bist, der du zu sein glaubst? Dann wirst du feststellen, hast du wirklich nur einen Feind, das ist dein eigenes Ego. Ja. Das ist der, der dir einredet, du musst dich am Weidezaun festhalten, wo ständig elektrische Schläge ausgesendet werden, weil der dir Sicherheit gibt. Mhm. Der Weidezaun ist das Geld. Dass du das brauchst, um dir Wünsche zu erfüllen. Dass du das zum Überleben brauchst. Du spuckst mir ins Gesicht. Ja. Muss keine Angst haben, ich bin also vollkommen nicht voller Hass. Das ist das Schöne an dieser göttlichen Gerechtigkeit, dass du über alle Rechten und Rechten darfst. Aber das Verrückte, wenn du das ungerecht machst, deine Richtersprüche vollstrecke ich an der Figur, die du zu sein glaubst, das Leben, das du dort lebst. Mhm. Das ist das Prinzip. Versteh diese einfachen Sätze und lerne den Mund zu halten gegenüber der Figuren, die es nicht hören wollen. Gerne. Haben wir natürlich auch wieder, jetzt hast du mal zwei Seiten. Es gibt dann auch ganz, ganz wenige, die dann mit anspringen. Aber dann haben wir immer wieder das Spiel mit ich will und ich will nicht. Mhm. Immer wieder die Einseitigkeit, das passt mir nicht. Und darum ist der allererste Tipp, und dann lassen wir es wirklich gut sein, mach dir einfach bewusst, was jetzt da ist und wie du darauf reagierst. Und du wirst feststellen, du glitschst, du hängst in deiner Wahrnehmungsfähigkeit, was du wirklich zu sehen bekommst, so in der Welt deiner Interpretation, in das vollkommen im Hintergrund verschwindet, was eigentlich der Reizauslöser war. Mhm. Die Zeitung, der Fernseher, das eigene Denken, wenn du grübelst, du drehst dich nur, diese Hirnwichserei, wie ich das nenne, schaukelst du dich in ein logisches Konstrukt über Reaktion, Aktion, Reaktion, Aktion, baut sich ein Gespinst in dir auf, eine Blase, eine Wissensblase, die herausgeneriert wird aus einem vollkommen fehlerhaften, einseitigen Wissen. Das ist jetzt sehr tief, was ich jetzt gesagt habe, wenn du es einmal verstanden hast. Jetzt lassen wir es gut sein, jetzt spielen wir noch eine Runde. Danke. Jeder für sich, danke, seinen eigenen Traum, seine eigene Figur. Danke. Tschüss. Danke. 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 Jawohl.